Gut, gibt es technisch noch Fragen von den Anwesenden? Ich denke, Zoom ist den meisten hoffentlich vertraut. Nicht vertraut. Genau, da hatte jetzt gerade jemand, ich höre gerade jemanden. Nicht gut verhört. Genau. Ich würde dann alle Anwesenden auch noch bitten, vielleicht das Mikrofon stumm zu schalten, außer Sie möchten natürlich einen Wortbeitrag durchführen. Sie können natürlich jederzeit Fragen und Anregungen in den Chat schreiben. Wir werden dann nach meinem Vortrag und vor allem dann nach Franziskas Vortrag später auch noch in die Diskussion gehen und dann auch noch mögliche Fragen beantworten. Genau. Ja, dann soweit alles organisatorisch ist, dann würde ich mit meinem Vortrag beginnen und jetzt erstmal meinen Bildschirm teilen. So. Gut, kann man meine Präsentation sehen? Gut. Ja, Beispiele von Völkermorden im 20. Jahrhundert. Kurz nochmal als Erklärung, warum wir uns überhaupt heute mit diesem Thema befassen. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, wir haben einen Themenmonat sozusagen vor Genozidverbrechen und juristische Verfolgung. Ein Grund ist folgender: Wenn wir tagtäglich bei unseren Rundgängen als Referierende oder so auch sonst als Mitarbeitende an der KZ-Gedenkstätte in Dachau über das Gelände gehen, da fällt natürlich das internationale Mahnmal auf, besonders die Wand, auf denen der Spruch, der be bekannte oder man kann es fast sagen, weltberühmte Spruch, nie wieder in verschiedenen Sprachen zu sehen ist. Ich weiß nicht, wie es den meisten Anwesenden geht, aber zumindest in meinen Rundgängen ist es das öfter so, dass man dort auch an sie dort auch Halt mache und viele der Teilnehmenden auch auf diesen Spruch eingehen. Es stellt sich immer wieder die Frage, was steckt da überhaupt hinter? Nie wieder. Ja, ist es für uns eine Mahnung? Ist es eine Aufforderung? Ist denn sowas wie das KZ Dachau, sowas wie der Holocaust, ist das nochmal wieder passiert? Kann sowas wieder passieren? Das sind alles Fragen, die sich um diese Aussage nie wieder ranken. Nicht selten kommt man da auch in Diskussionen. Deswegen ist das ja, Genozidverbrechen, Wiederkehr von Genozidverbrechen nach 1945 ist ein großes Thema. Es ist immer ein aktuelles Thema, da, wie wir in dem folgenden Vortrag ja sehen werden, Genozidverbrechen auch nach 1945 und auch davor eben stattgefunden haben. Darüber hinaus, das sehen wir hier auf dem rechten Bild, die Dachauer Prozesse. Wir haben im kommenden Jahr eine Sonderausstellung geplant in der KZ-Gedenkstätte Dachau, die sich mit den Dachauer Prozessen beschäftigen wird. Wir werden jetzt heute nicht so dezidiert auf die Prozesse in Dachau eingehen, vielleicht sie am Rande mal schneiden, aber im kommenden Jahr werden wir natürlich viele Veranstaltungen zu diesem Thema Dachau-Prozesse in der Gedenkstätte durchführen, vor allem dann im Rahmen der Sonderausstellung. Und genau, das ist dann vor allem Thema auch in Franziskas Vortrag, juristische Aufarbeitung. Wie verhält es sich mit den Prozessen gegenüber den Tätern, nachdem ein Genozid, wie zum Beispiel auch im Fall des Holocaust, stattgefunden hat? Genau, das ist der Grund, warum wir uns jetzt eben damit befassen und dann auch bei den kommenden Vorträgen oder Vortragsreihen dann nochmal tiefer auf einige Beispiele eingehen werden. Ich werde jetzt gleich einige bekannte Beispiele von Genozidverbrechen aus dem 20. Jahrhundert kurz vorstellen. Ich kann natürlich die einzelnen Beispiele nur Warte, kurz komm mal, ich schicke dir zitieren, da gleich die man Sirene. wahrscheinlich. So, jetzt höre ich hier jemanden irgendwie. Komm. Bitte die Mikrofone stumm schalten. Gut. Okay. Ich kann natürlich die einzelnen Beispiele nur kurz anreißen, da man natürlich über jeden einzelnen Genozid eine ganze Veranstaltungsreihe wahrscheinlich machen könnte. Genau. Zu Beginn werde ich mich gleich mit dem Auslöser zu diesem Thema befassen und kurz skizzieren, warum man überhaupt diesen Begriff braucht, wie es zu diesem Begriff kam. Das wird Franziska sich ja nachher auch nochmal anschneiden. Ich werde ja die kurze Definition von Genozid nennen, um dann auf einzelne Beispiele einzugehen. Zunächst mal auf Völkermorde vor 1933, dann ganz zentral
auf den Völkermord oder die Völkermorde im Nationalsozialismus, dann auf die Völkermordbeispiele nach der UN-Konvention von 1948 und auch auf zwei bekannte Völkermordbeispiele aus den 1990er Jahren, um dann am Ende nochmal kurz vielleicht in die Debatte auch zu gehen, in die Diskussion zu gehen und zu fragen, okay, was gibt es denn noch für Beispiele? Warum sind einige andere Beispiele, die vermeintlich Völkermorde sein könnten, vielleicht doch kein Völkermord, kein Genozid? Wo ist das Problem? Warum gibt es da überhaupt Diskussionen? Und wie ist es generell auch mit den Prozessen? Und dann wird Franziska natürlich dort bei der juristischen Aufarbeitung nochmal in die Tiefe gehen. Ja, wir haben hier ein Bild, aus, was eine Szene zeigt während der Befreiung des Konzentrationslagers in Dachau. Wir sehen hier amerikanische Soldaten vor dem Jurhaus, unmittelbar nach der Befreiung. Es gibt auch, man sieht auch einige Gefangene. Ich habe bewusst jetzt auch bei den folgenden Bildern keine besonders grausamen Bilder verwendet, um diese Ihnen jetzt heute zu ersparen. Man könnte natürlich zu jedem Völkermord finden sich zahlreiche fürchterliche Bilder, die möchte ich heute nicht zeigen. Aber was man sagen kann, das trifft sowohl für Dachau ein, vor allem aber auch für Vernichtungslager wie Auschwitz. Das, was die Befreier 1944 oder 1945 in den jeweiligen Lagern gesehen haben, das hat ihre Vorstellungskraft gesprengt. Die Soldaten waren auf den Krieg vorbereitet, allerdings nicht auf die Verbrechen in den Konzentrationslagern. Dieses Entsetzen, generell auch das Entsetzen darüber, was im Holocaust passiert ist, das hat dazu geführt, dass die internationale Weltgemeinschaft entschieden hat, okay, so etwas wie der Holocaust, so etwas, was die Nationalsozialisten vor allem in Osteuropa den Menschen angetan haben, das darf nicht nochmal passieren. Das war einzigartig, dafür braucht es auch einen neuen Begriff. Und schon 1944 hat der amerikanische Jurist Raphael Lemkin beim Studium der Armenienmorde und auch der Judenmorde im Jahr 1944 den Begriff Genozid geprägt. Das war ein neuer Begriff und er sollte das beschreiben, was vor allem im Nationalsozialismus die Nazis ihren Opfern angetan haben, vor allem im Holocaust oder eben auch, was in Armenien um 1915 passiert ist. Was heißt überhaupt das Wort Genozid? Wo kommt das her? Genozid wurde, oder zu Englisch Genocide, leitet sich aus zwei Bestandteilen ab. Der erste Bestandteil ist das altgriechische Wort Genos, was so viel heißt wie Geschlecht, Nachkommenschaft. Der zweite Teil Sit oder Zit, französisch Cide, das bedeutet, das leitet sich ab aus dem lateinischen Verb Cedere, das heißt töten, fällen. Wenn man das zusammensetzt, heißt es natürlich Geschlecht oder Nachkommenschaft töten. Also Genozid, ja, ist ein anderes Wort für im Prinzip Völkermord. So. Genau, 1948, also kurz nach den Nürnberger Prozessen oder auch kurz oder während der Dachau-Prozesse, gab es dann die Völkermord-Definition der Vereinten Nationen von 1948. Und in der steht dann wie folgt: Während der Absicht, eine nationale, rassische, religiöse oder ethnische Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören, ein Mitglied der Gruppe tötet, einem Mitglied der Gruppe schwere körperliche oder seelische Schäden, insbesondere der in Artikel 226 des Strafgesetzbuches bezeichneten Art zufügt, die Gruppe unter Lebensbedingungen stellt, die geeignet sind, ihre körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen, Maßregeln verhängt, die Geburten innerhalb einer Gruppe verhindern sollen, ein Kind der Gruppe gewaltsam in eine andere Gruppe überführt, wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. Diese Konvention hat man eben eingeführt, um dann eben auch die Täter von solchen Verbrechen vor Gericht zu führen. Und ganz klar nach dieser Definition ist festgelegt, was ein Genozid ist. Bei einigen der jetzt gleich skizzierten Beispiele werden wir ganz schnell sehen, dass eben einige dieser fünf Punkte dort ganz zentral erkennbar sind. So. Genau, Völkermord vor 1933.
Bevor es jetzt zum Thema Armenien geht, möchte ich kurz nochmal 24 Jahre vorausspringen, und zwar in den August 1931. Denn am 22. August 1939, Entschuldigung, am 22. August 1939 schwor Adolf Hitler in seiner Sommerresidenz auf dem Obersalzberg bei Berchtesgaden die Spitzen der deutschen Wehrmacht auf den Polenfeldzug ein. Vor den versammelten Oberbefehlshabern und Armeeführern erklärte Hitler, was er im Rahmen der bevorstehenden Angriffe von ihnen erwartete. Er sagte wie folgt: Herzverschließen gegen Mitleid, brutales Vorgehen, 80 Millionen Menschen, damit meinte er die deutsche Bevölkerung, müssen ihr Recht bekommen, ihre Existenz muss gesichert werden. Der Stärkere hat das Recht, größte Härte. In den folgenden 6 Jahren im Krieg wurde dann eben leider auch größte Härte gegenüber den anderen, gegenüber den Gegnern, gegenüber den unterworfenen Völkern durchgeführt. Und das Ganze endete dann auch oder gipfelte im Holocaust. Über Hitlers Pläne für einen Angriffskrieg waren die Wehrmachtsführungen lange vor dem deutschen Einmarsch in Polen also im Bilde. Und die damit implizierte Verletzung des Völkerrechts nahm man in ihren Reihen angesichts der zu erwartenden territorialen Wieder- und Zugewinne billigend in Kauf. Hitler, und jetzt wird es interessant, soll im zweiten Teil seiner Rede fast schon triumphalisch Folgendes gesagt haben. Wer spricht heute noch von der Vernichtung der Armenier? Ja, durch dieses Zitat Hitlers ist eigentlich belegt, dass ja, zumindest in breiten Teilen der Wehrmachtsgeneralität oder auch im Führungsstab im Dritten Reich bekannt war, was 24 Jahre vorher an den Armeniern eben im Osmanischen Reich angetan wurde. Der Völkermord oder was im Völkermord passiert war, war also kein Geheimnis. Ja, Hitler hat das als Beispiel genommen, ja, um darauf seine Generalität darauf vorzubereiten, was sie zu erwarten hat im folgenden Krieg. Er hat das mit dem Völkermord, einem Völkermord verglichen. Ja. Und was eben Hitler den Generälen dann eben ja, vorgetragen hat, das war dann eben im Krieg zu erwarten. Entrechtung, Entvölkerung, Deportation, geplanter Massenmord. Und dies sollte sich leider bewahrheiten. 24 Jahre davor hatten Soldaten des Osmanischen Reichs gezielt Hunderttausende Armenier durch Massaker und Todesmärsche ermordet. Mehr als die Hälfte der 1,5 bis 2 Millionen osmanische Armenier Kleinasiens kamen dabei ums Leben. In diesem Genozid oder dieser Genozid oder dieses Verbrechen wird heute übereinstimmend von den meisten Historikern auch als Völkermord, als Genozid bezeichnet. Die Leugnung ist sogar in Frankreich strafbar. Allerdings wird das Ereignis oder werden die Ereignisse in der Türkei immer noch geleugnet und in Frage gestellt. Viele Überlebende des Völkermords haben lange danach noch an einem doppelten Traumata gelitten. Zum einen an der unverjährbaren Last des Erinnerns Erlittenen und an der zusätzlichen Bürde durch die Leugnung des Verbrechens. Aber was war da eigentlich geschehen? Oder was ging diesem Völkermord voraus? Die Armenier waren eine christliche Minderheit im zwar islamisch und türkisch dominierten, aber letztlich multireligiös und multiethnisch strukturierten Osmanischen Reich. Im ausgehenden 19. Jahrhundert gerieten die Armenier in die politischen Auseinandersetzungen zwischen Traditionalisten und Reformern. Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts wurden sie im Osmanischen Reich zunehmend als innere Feinde stilisiert, nachdem Teile ihrer Eliten sich an ausländischen Mächten, insbesondere an Russland, orientierten und die eigene nationale Identität betonten. Obwohl sich die Armenier durchaus als Osmanen fühlten, kursierten anti-armenische Stereotype und es kam zu ersten Übergriffen, besonders in den armenisch-kurdischen Ostprovinzen. Ängste und Unzufriedenheit der Muslime wurden von den zentralstaatlichen und religiösen Eliten bewusst gegen die armenische Bevölkerung gelenkt, was bereits Ende des 19. Jahrhunderts von 1894 bis 1896 zu reichsweiten Armenier-Massakern führte. Man schätzt etwa, dass in diesen 3 Jahren schon zwischen 80.000 und 300.000 Armenier gestorben sind. Ja, also wir reden schon von einer Zahl von Hunderttausenden Toten, bevor eigentlich der Völkermord begann. Und man kann natürlich jetzt fragen, warum ist das denn eigentlich auch kein Völkermord? Und das wird jetzt gleich im Folgenden auch auffallen. Die Opferzahl ist für die Definition von Genozid nicht unbedingt entscheidend.
Wichtig ist eben, und das, darauf werden wir gleich nochmal genauer eingehen, dass es eben eine Intention gibt und dass man gezielt versucht, eine ganze Bevölkerung und einen ganzen Bevölkerungsteil komplett zu vernichten. Das war eben damals Ende des 19. Jahrhunderts von Seite der Osmanen noch nicht der Fall. Trotzdem kam es eben zu Hunderttausenden von Toten auf armenischer Seite. Auf Seiten der Armenier kam es zur Intensivierung der ursprünglich nur vereinzelt geäußerten Unabhängigkeitsbestrebungen. Diesen folgten wiederum gewaltsame Gegenmaßnahmen der osmanischen Regierung. Es kam zu terroristischen Anschlägen, Aufstandsversuchen und es entstand eine zunehmend radikaler werdende grundsätzliche Feindseligkeit gegenüber der gesamten armenischen Minderheit. In dieser Zeit vor dem Krieg schürte die pantürkische nationalistische Ausrichtung innerhalb der jungen türkischen Bewegung weiter den Hass auf die Armenier. 1909 kam es zum Massaker von Adana und Umgebung mit erneut 15.000 bis 20.000 ermordeten Armeniern. Also wir können von mindestens 100.000 Armeniern reden, die schon vor 1915, vor Beginn des eigentlichen Völkermords ermordet wurden. Ich habe es eben schon mal gesagt, die Opferzahl von einem Verbrechen, auch ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, was ja unabstreitbar auch grausam ist und furchtbar ist, ist jetzt nicht unbedingt entscheidend, ob man jetzt von einem Völkermord spricht oder nicht. Wenn wir zum Beispiel schauen, um jetzt mal vielleicht zwei Beispiele zu nennen, die Kongo-Gräuel in den Jahren 1888 bis 1908 von Belgien durchgeführt, insbesondere vom König Leopold II., die haben zu einer Dezimierung der Bevölkerung des Kongos geführt. Man schätzt etwa, dass die Hälfte der damaligen Bevölkerung, also 8 bis 10 Millionen, innerhalb dieser Zeit zu Tode gekommen waren, ja, durch Sklaverei, Zwangsarbeit, Geiselnahmen etc., auch gezielte Tötung. Das ist allerdings kein Völkermord in dem Sinne, weil von Seiten der Belgier nie die Absicht bestand, alle Kongolesen zu ermorden, ja. Diese Morde oder dieses Massensterben war im Prinzip eine Folge der extremen Ausbeutung des Kongos. Aber es war jetzt kein gezielter Genozid nach der Theorie, die ich eingangs genannt habe. Gleiches Beispiel wäre der große Terror in der Sowjetunion 36 bis 38 durch das stalinistische Regime. Auch dort tausendfacher oder millionenfacher Mord. Massentötung von bestimmten Menschengruppen. Allerdings auch hier war nicht das eigentliche Ziel, ganze Bevölkerungsgruppen oder Rassen oder Ethnien, vielmehr Rassen jetzt nicht, aber Ethnien auszurotten. Man kann dafür den neuen Begriff Genozid verwenden, ja. Der passt da vielleicht besser. Gleiches gilt für den Holodomor, ja, die gezielte Hungersnot, die zur Zwangskollektivierung führen sollte, in der Ukraine von der Sowjetunion durchgeführt. Das hat auch zu Millionen von Toten geführt, aber wird jetzt nicht als Genozid aufgelistet, wobei es auch dort Streitigkeiten immer noch gibt. Also viele Ukrainer möchten das gerne als Genozid anerkannt haben. Zurück zu Armenien oder zum Osmanischen Reich. Seit 1915 hat sich immer wieder gezeigt, Moment, das bin ich kurz, genau. Nochmal ganz kurz zu der Definition. Seit 1915 hat sich immer wieder gezeigt, dass Völkermorde kaltblütig in Szene gesetzt werden und Ereignisse systematischer Planung sind. Wie im Falle von Armenien sind die Handlungsmuster ähnlich. Schuldzuweisung an eine ethnische, religiöse, kulturelle oder soziale Minderheit. Unter dem Vorwand, dass die Mehrheit provoziert sei, erfolgt dann Ausgrenzung und Verfolgung der Minderheit. Darauf folgen Vertreibung, Raub und Mord. Dieses Vorgehen findet sich in den Ereignissen von 1915 in Armenien wieder, wie auch ein weiteres Phänomen. Zur Phänomenologie des Völkermords gehört seine Öffentlichkeit und die gleichzeitige Teilnahmslosigkeit der Nichtbetroffenen. Wie Wolfgang Benz einst gesagt hat, jeder Völkermord hat eine Vorgeschichte. Jeder Völkermord ist organisiert, jeder Genozid ist öffentlich. Das sehen wir am Beispiel von Armenien, das sehen wir im Holocaust und vor allem auch dann in den 90er Jahren zum Beispiel in Ruanda. Ja? Alles Verbrechen, die öffentlich waren, alles Verbrechen, die jetzt nicht verschwiegen wurden, alles Verbrechen, wo auch eine Öffentlichkeit weggeschaut hat. Genau. Nach den Niederlagen des Osmanischen Reiches in den Balkankriegen gelang den Jungtürken 1930 schließlich die Machtübernahme und es folgte eine Auswanderungswelle der armenischen Bevölkerung. Das Osmanische Reich
kämpfte im Ersten Weltkrieg an der Seite der Mittelmächte, also auch an der Seite des Deutschen Reiches, und geriet im Laufe des Krieges gegen das Russische Reich in die Defensive. Auf russischer Seite kämpften auch Armenier, was den Hass auf die Armenier weiter verfestigte und dazu führte, dass die jungtürkische Bewegung das Ziel der Entfernung der Armenier aus dem Staatsgebiet propagierte. Am 24. April 1915 waren, an dem hunderte namhafte armenische Schriftsteller und Intellektuelle aus Istanbul verschleppt wurden, gilt als der Auftakt des Völkermords. Darauf folgend waren die armenischen Soldaten aus dem Heer der Jungtürken entlassen worden. Später hatte man fast alle wehrfähigen Männer exekutiert. Am 27. Mai 1915 war ein Deportationsgesetz ergangen, das im Weiteren die Vorgaben für die osmanischen Behörden für den Umgang mit der armenischen Bevölkerung lieferte. Aufhänger des Gesetzes war die Verfolgung widerständigen Verhaltens in Kriegszeiten, das in härtester Form zu ahnden war. Der erste Schritt war die Konzentration der armenischen Bevölkerung in ihren Siedlungsgebieten. Ihr persönlicher Besitz war ihnen dabei bereits vom Gesetz wegen genommen worden. Am 15. September 1915 sprach der osmanische Innenminister einen zentralen Satz, der dann ausschlaggebend letztendlich war für den Völkermord. Es ist bereits mitgeteilt worden, dass die Regierung beschlossen hat, alle Armenier, die in der Türkei wohnen, gänzlich auszurotten. Also es war der klare Aufruf, wirklich alle Armenier zu ermorden, Frauen, Kinder, Männer. Es kam in der Folge zu Massaker an den in den Siedlungsgebieten Konzentrierten, zum Teil durch Obrigkeit bestärkt und ausgelöst, zum Teil spontan durch die ansässige Bevölkerung. Die Überlebenden, vor allem alte Frauen und Kinder, wurden auf regelrechte Todesmärsche in Richtung syrische und mesopotamische Wüste gezwungen. Also ähnlich den Todesmärschen, wie wir sie dann später auch zum Beispiel aus Dachau eben kennen. Die gängige Forschungsmeinung betont, dass diese Märsche nicht die Absicht hatten, die Armenier tatsächlich andernorts anzusiedeln. Es ging vielmehr um die Vernichtung möglichst vieler der bis dahin noch Lebenden. Unterwegs und an den Zielorten kam es erneut immer wieder zu Massakern, sowohl durch Türken als auch durch Kurden. Es gab auch, wiewohl dies verboten und gefährlich war, widerständiges Verhalten in der Bevölkerung. Immer wieder wurden einzelne Armenier versteckt und gerettet. Auch osmanische Funktionsträger, die sich den Vernichtungsbefehlen verweigerten, wurden dafür zum Teil ermordet. Ja, die Vertreibung der Armenier endete dann in diesen Todesmärschen quer durch Anatolien oder in der syrischen Wüste. Bis zu 1,5 Millionen Menschen liefen dann ins Nichts. Kommen wir nun zu der Bewertung der Ereignisse. Insbesondere die Berichte der Angehörigen der deutschen Botschaften und Konsulate sind zahlreich und im politischen Archiv des Auswärtigen Amtes einsehbar. Noch mehr Hinweise finden sich in der Überlieferung der kaiserlichen Marine, die ebenfalls mit eigenen Dienststellen im Osmanischen Reich präsent war. Und natürlich finden sich Äußerungen zu den Massakern in der privaten Korrespondenz deutscher Soldaten im Osmanischen Reich. Abscheu und Zustimmung halten sich dabei die Waage. Das ist sehr spannend. Also es waren einige oder viele deutsche Soldaten aus der kaiserlichen Armee in diesen Jahren während des Ersten Weltkriegs auch auf Seite des Osmanischen Reichs tätig. Das war ja ein Verbündeter. Und die Massaker, die dort durchgeführt wurden, der Genozid gegen die Armenier, das war bekannt. Das war auch der Führung im Deutschen Reich bekannt. Man hat das Ganze nicht für gut befunden, das wissen wir auch aus Schriftverkehr und aus einigen Dokumenten. Allerdings hat man dagegen auch nichts unternommen. Also man hat den Völkermord dort weder ausgelöst, noch hat man ihn aber auch verhindert. Ja? Zu wichtig war das Osmanische Reich als Bündnispartner. Man wollte den Bündnispartner nicht vergraben. Genau. Ja, in der Folge fühlt es natürlich den Überlebenden nicht leicht, über die Traumata zu sprechen, zumal eben die Türkei unter Hochtouren an der Leugnung der Geschichte gearbeitet hat. Das hat die Überlebenden zusätzlich diskreditiert. Sie hatten vornehmlich damit zu kämpfen, das unfassbar Grausame des Erlebens als erfahrene Wirklichkeit anerkennen und zu verarbeiten. In den 90er Jahren hat sich das dann zum Teil geändert, insbesondere auch durch Kirsten Platt von der Bochumer Ruhr-Universität, die einige Augenzeugen oder letzte Augenzeugen und Überlebenden der Massaker damals in den 90er Jahren, also fast 75 Jahre nach dem Massaker oder nach den Massakern eben dann interviewt hat. Und die 80- bis 100-jährigen Überlebenden berichteten über ihre Erinnerungen an die Todesmärsche. Als einzige Überlebende ihrer Familien erinnernden bis in ihr hohes Alter als weise oder wie es eine der Überlebenden formuliert hat. Aber ich bin geblieben, bin erwachsen geworden und ich fühle diesen Schmerz.
ihren Schmerz. Genau. Ja, wir können hier in diesem Fall von einem klar definierten staatlichen Handeln sprechen, mit dem klaren Ziel eben ein ganzes Volk, eine ganze Ethnie zu ermorden, auszurotten. Das ist auch die heute gängige Meinung unter den meisten Forschern. Leider wird der Völkermord nach wie vor immer wieder geleugnet. Die Zahl der Opfer zu beziffern ist schwierig und schwankt je nach Einschätzung zwischen 300.000 und 1,5 Millionen Menschen. Eine noch im Osmanischen Reich von offizieller Seite mehrfach genannte Zahl beziffert die armenischen Opfer mit etwa 800.000. Deutsche Stellen gingen zeitgleich von etwa der doppelten Menge aus. Also wir können hier von etwa einer bis 1,5 Millionen Toten wahrscheinlich reden. Die Armenier selbst verwenden für das Verhängnis eigene Worte wie Metz, Jeren, großer Frevel oder Aget. Die Tat, die ins Innere dringt und zerstört. Ja, wir sehen hier nochmal in der Präsentation ein Bild von Flüchtenden während des Genozids. Und sehen hier auch nochmal ein weiteres Bild. Angela Merkel dort in grün gekleidet in der Mitte während eines Besuchs am Genozidmahnmal in Jerewan. Dort steht sie in diesem Cizerna Kabert, wie diese Skulptur heißt. Und dieser Gedenkkomplex ist eben das zentrale Monument oder der zentrale Gedenkort in Jerewan, Armeniens Hauptstadt, an den Völkermord. Genau, so viel zu Armenien. Was man hier, denke ich, ganz klar sagen kann, wenn wir auch nochmal diese Definition vom Beginn vor Augen führen: Es gab eine klare Absicht, eine Ethnie oder eine ethnische Gruppe zu ermorden. Der Gruppe wurden schwere körperliche oder seelische Schäden zugeführt. Ihnen wurden die Lebensbedingungen geraubt und man wollte sie eben ganz auslöschen. Ein anderes Beispiel, das heute oder vor allem in den letzten Jahren stark diskutiert wurde, war der Völkermord an den Herero und Nama von 1904 bis 1908. Ja, 1884 wurde das deutsche Schutzgebiet Deutsch-Südwestafrika, das heutige Namibia, offiziell errichtet und zur deutschen Kolonie ausgebaut. In den nächsten 30 Jahren kamen rund 15.000 weiße Siedler nach Deutsch-Südwestafrika, darunter mehr als 12.000 Deutsche. Die deutsche Kolonialverwaltung regierte das Gebiet mit Rassentrennung und Unterdrückung der Einheimischen als Menschen zweiter Klasse. So wurden zum Beispiel einheimische Stämme gezwungen, ihr Land zu räumen. Lebenswichtiges Weideland ging so immer mehr in die Hände der Siedler über. Das bedrohte vor allem die Lebensgrundlage der halbnomadischen Hirten, des halbnomadischen Hirtenstamms der Herero. Aus existenzieller Not heraus erhoben sich immer mehr Herero gegen die deutschen oder gegen die kaiserlichen deutschen Besatzer. Und am 12. Januar 1904 begannen die Herero, sich mit Angriffen auf koloniale Einrichtungen gegen die Unterdrückung zu wehren und konnten die Auseinandersetzung mit den deutschen Kolonialtruppen zunächst dominieren. Sie belagerten Militärstationen, blockierten Bahnlinien und überfielen Handelsniederlassungen. Der damalige Gouverneur in Deutsch-Südwestafrika, Theodor Leutwin, wurde angewiesen, den Aufstand militärisch niederzuschlagen. Im Mai 1904 wurde das Kommando auf den aus anderen kolonialen Auseinandersetzungen als militärischen Hardliner bekannten Generalleutnant Lothar von Trotha übertragen. Von Trotha führte die Auseinandersetzung gezielt als einen Vernichtungskrieg. Unter seiner Führung schlug eine rund 15.000 Soldaten umfassende Streitmacht die Rebellion der Einheimischen innerhalb weniger Monate militärisch nieder. So ließ der deutsche Befehlshaber in der Schlacht am Waterberg einen Großteil der Herero einkesseln und vernichten. Zudem ließ er die wasserlose Omaheke-Wüste abriegeln, in der 1000 Herero geflohen waren. Die Flüchtlinge verdursteten. Wir sehen hier zunächst ein Bild von gefangenen Herero, die dann auch in Konzentrationslager kamen. Da gehe ich gleich darauf ein, was hinter diesem Begriff steckt. Und so sehen hier zwei Bilder, die ich selbst 2008 gemacht habe in Namibia am Waterberg. Was ganz interessant ist, ist, dass es dort zum damaligen Zeitpunkt hat es dort einen deutschen Soldatenfriedhof gegeben und leider nur eine kleine Plakette, die an die ermordeten Herero erinnert hat. Also das hat mich dann doch sehr beschäftigt und verwundert, dass eben an die 20 deutschen Soldaten dort mit großen Gräbern erinnert wurde, aber an die tausenden Hereros eben nur mit einer kleinen Plakette. Wie dem auch sei, zur
Geschichte zurück. Am 2. Oktober 1904 gab von Trotha dann den ganz bekannten Vernichtungsbefehl, der wie folgt lautete: Innerhalb der deutschen Grenzen wird jeder Herero mit oder ohne Gewehr erschossen. Ich nehme keine Weiber und Kinder mehr auf, treibe sie zu ihrem Volk zurück oder lasse auf sie schießen. Dies war ein gezielter Vernichtungsbefehl. Also man kann sagen, unter von Trotha wurde in dieser Zeit in Namibia gegen die Herero und auch gegen die Nama ein gezielter Vernichtungskrieg geführt. Also von Trotha wollte wirklich alle Herero und Nama ausrotten und hat dort auch keinen Pardon gehabt, nicht mal mehr mit Kindern und Frauen. Interessant ist allerdings, und das ist jetzt der Streitpunkt, den es lange gab, dass von Trotha 1905 im November abrufen wurde. Es gab öffentliche Kritik in der Öffentlichkeit in Deutschland aufgrund des brutalen Vorgehens der Kolonialtruppen. Und daraufhin wurde von Trotha abgesetzt und der Kaiser hat dann per Befehl dieses Morden eben auch gegenüber den Herero beendet. Die Herero kamen allerdings in der Folge dann in Konzentrationslager oder Zwangsarbeiterlager. Also man kann hier, wenn man sich wieder auf diese Eingangsthese oder Genozidthese beruft, sagen, dass hier innerhalb eines bestimmten Gebiets durch eine Macht, in dem Fall von Trotha und die Kolonialtruppen, die autorisiert war vom Kaiser und zunächst auch gestützt wurde, ein Genozid ausgeführt wurde, der allerdings dann wiederum von der Autorität, also von der kaiserlichen Macht, wiederum gestoppt wurde. Also er wurde nicht ganz durchgeführt und er wurde nicht zu jeder Zeit vom Staat, also vom Kaiserreich, durchgeführt, aber von den Machthabern vor Ort wurde ein Genozid auf diesem territorialen Gebiet in Deutsch-Südwestafrika durchgeführt. Also man kann durchaus, denke ich, davon sprechen. Kurz noch Verbindung zum KZ Dachau. Was zum einen interessant ist, ist, dass neben von Trotha ein richtiges Amt in Deutsch-Südwestafrika Franz Ritter von Epp innehatte. Er war 1904 Kompanieführer des 1. Feldregiments der Kaiserlichen Schutztruppe für Deutsch-Südwestafrika und nahm dort an den Kämpfen und an der Vernichtung der Herero eben teil. Er hatte zum Schluss den Rang eines Hauptmanns. Ich erwähne ihn deswegen, weil er später NS-Politiker wurde, Reichskommissar für Bayern und auch Reichsleiter des kolonialpolitischen Amtes der NSDAP. Und eben dieser Ritter von Epp, Franz Ritter von Epp, war auch mehrfach im KZ Dachau und hat sich die Zustände im Lager angeschaut. Also hier gibt es eine Verbindung tatsächlich von den Verbrechen in Deutsch-Südwestafrika, im heutigen Namibia und dann eben auch dem, was dann in den KZs wie Dachau geschehen ist. Kurz, weil ich es eben erwähnt habe, zum Thema Konzentrationslager. Das wird vielleicht einige verwundern, aber der Begriff Konzentrationslager im deutschen Sprachgebrauch taucht eben in Deutsch-Südwestafrika 1904, 1905 das erste Mal auf. Man hat eben nach diesen Kriegen gegen die Herero oder schon währenddessen viele Herero und auch Nama als Gefangene genommen und sie in sogenannte Konzentrationslager gesteckt. Die Bezeichnung geht allerdings schon auf den britischen Feldmarschall und Politiker Herbert Kitchener zurück. Denn während des Zweiten Burenkrieges in Südafrika um 1900 wurden Frauen und Kinder der burischstämmigen Bevölkerung, die als potenzielle Feinde galten, in Lagern, die man amtlich als Concentration Camps bezeichnet hat, zusammengefasst und interniert. Dasselbe ist dann eben auch in Deutsch-Südwestafrika passiert, vor allem in Okahandja, Windhoek und in Swakopmund und auch auf der oder in der Nähe der oder auf der Haifischinsel. Das war eine Region, die recht durch die Nähe zum Meer recht feucht und teilweise auch recht kalt war. Das hat dazu geführt, dass viele Herero in diesen Lagern an den Folgen der Witterungsbedingungen gestorben sind. Ich werde kurz noch mal einen Brief vorlesen vom Missionar Emil Laaf, der 1905 wie folgt über diese Lager einen Protestbrief verfasst hat. Eine große Zahl der Leute ist krank, meist an Skorbut, oder sterben wöchentlich 15 bis 20. Samuel Isaac, der mein Dolmetscher ist, sagte mir unlängst, dass seit dem 4. März, an welchem Tage er sich den Deutschen gestellt hatte, 517 von seinen Leuten gestorben seien. Heute ist die Zahl noch größer. Von den Herero sterben ebenso viele, sodass man im ganzen Durchschnitt wöchentlich 50 rechnen kann. Wann wird dieses Jammer ein Ende nehmen? Die Leute werden ganz gut versorgt, sowohl mit Kleidung als auch mit Proviant. Letzteren können sie nicht alle essen. Aber das Klima ist zu ungünstig. Dieses Klima war dann eben auch die größte Todesursache in diesen Lagern,
in denen auch Zwangsarbeit verrichtet wurde. Wir haben ja eben auch eingangs dieses Bild gesehen mit den Leuten in Ketten, was eben auch aus einem Konzentrationslager war. Dieser Protestbrief hat dazu geführt, dass die Bedingungen sich ein bisschen verbessert haben. Die Gefangenen wurden in andere Lager verlegt, aber es sind dann bis zum Ende der Kolonie Deutsch-Südwestafrika eben immer noch Leute in diesen Lagern gestorben. Aber man kann etwa sagen, dass allein im Lager an der Haifischinsel zwischen Januar 1906 und Juni 1907 etwa 1359 Menschen eben gestorben sind in diesen Lagern. Genau. Ja, und insgesamt, wenn man jetzt auf die ganze Zeit dieses Verbrechens zurückschaut, sind 65.000 der 80.000 ansässigen Herero ermordet worden und mindestens 10.000 der 20.000 Nama. Also ein großer Teil der Bevölkerung der Herero Nama wurde eben durch die deutsche Kolonialzeit ermordet. Ja, gehen wir weiter. Dieses Thema ist dann, ja, in den letzten 20 Jahren, kann man etwa sagen, ziemlich umstritten gewesen. Deutschland hat dieses Verbrechen oder die deutsche Regierung hat dieses Verbrechen lange Zeit nicht wirklich thematisiert und auch nicht als Genozid angesehen, wobei Historiker diesen Vernichtungskrieg gegen die Herero heute mehrheitlich als Genozid bezeichnen. Das Ganze hat sich dann allerdings aufgrund der anhaltenden Proteste 2015 geändert, als Bundestagspräsident Norbert Lammert und auch das Auswärtige Amt erstmals von einem Völkermord gesprochen haben. Daraufhin hat man sich 5 Jahre lang zusammengesetzt, sowohl von deutscher Seite als auch von namibischer Seite zusammen und hat geschaut, dass man sich einigt. Es ist ja zu einer Einigung in diesem Jahr erfreulicherweise gekommen. Und zwar hat Deutschland den Völkermord offiziell anerkannt, entschuldigt sich und will, also möchte sich entschuldigen. Also es ist geplant, dass Frank-Walter Steinmeier nach Windhoek reist und sich im Namen Deutschlands für die Verbrechen entschuldigt. Wenn man jetzt die letzten Jahre mal zurückschaut und schaut, was Steinmeier so alles gemacht hat, er war ja auch in Dachau zum Beispiel, war in Auschwitz und hat öfters auch, denke ich, ganz gute Reden gehalten. Wenn es ums Erinnern ging, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er das auch zeitnah machen wird und vielleicht auch die passenden Worte finden wird. Ich hoffe, dass das auch für die Nachfahren der Opfer dann auch ein Stück weit vielleicht Wiedergutmachung ist. Aber es gibt eben nach wie vor anhaltende Kritik, denn obwohl man 1,1 Milliarden Euro Entwicklungs- oder Wiederaufbauhilfe leisten möchte, von deutscher Seite gibt es eben noch Kritik aus Namibia. Und die kommt vor allem von den Volksgruppenvertreterinnen, die diese Verhandlungen ablehnen. Wir sehen hier auch ein Bild von Protesten in Berlin, wo eben Vertreter der Volksgruppen nach Berlin gereist sind und dagegen protestiert haben. Der Grund ist folgender: Die verschiedenen Volksgruppenvertreter bemängeln eben, dass sie nicht mit in diese Verhandlungen einbezogen wurden, ja, dass man ihre Sprache nicht gehört hat und dass man eben Angst hat, dass diese Entwicklungsgelder dann eben ja vielleicht von einer korrupten Regierung in Namibia für andere Dinge entwendet werden. Deswegen ja, hat man jetzt schon gewarnt, sollte Steinmeier nach Namibia reisen, wird es Proteste geben, aber Außenminister Maas hat angekündigt, im Lichte der historischen und moralischen Verantwortung Deutschlands werden wir Namibia und die Nachkommen der Opfer um Vergebung mitbitten und sie auch dann noch vor Ort mit in Gespräche einbeziehen. Also bleibt spannend, was diese Sache anbelangt und ist auf jeden Fall ein Thema, was Deutschland und auch Namibia bewegt hat und nach wie vor bewegt. Und wie ich ja schon, denke ich, das Gesagte eben angedeutet habe, es ging immer hin und her. Ist es jetzt ein Völkermord oder nicht? Es war nicht immer ganz klar. Gut, kommen wir vielleicht jetzt zu einem etwas deutlicheren Beispiel oder vielleicht sogar zu dem deutlichsten Beispiel von einem Genozid in der Geschichte. Und das ist, das ist der Völkermord im Nationalsozialismus. Ein riesiges Thema, deswegen werde ich es jetzt auch nur kurz anschneiden. Die meisten Teilnehmenden wissen, denke ich, auch ganz gut Bescheid, um was es hier geht. Und es besteht heute kein Zweifel daran, dass der Mord an den europäischen Juden während des Zweiten Weltkriegs den archetypischen Fall von Völkermord darstellt. Also es gibt, glaube ich, keinen seriösen Historiker, der daran zweifelt, dass der Mord an den Juden oder der Holocaust, dass das ein Völkermord war. Ja, es ist für die, oder eher, der Holocaust ist für die vergleichende Genozidforschung der zentrale Bezugspunkt und alle Debatten gehen vom Holocaust aus. Verfolgung, Terror und Mordaktionen radikalisierten sich schubweise und die nationalsozialistische Politik lief darauf hinaus, alle Juden zu ermorden. Es
Ja, die Täter waren sich vollkommen darüber im Klaren, dass sie außerhalb weithin akzeptierter Normen operierten und den Völkermord sicherlich in Teilen der deutschen Bevölkerung und dass der Völkermord in Teilen der deutschen Bevölkerung eben auf Ablehnung gestoßen wäre, wenn man zum Beispiel Massenerschießungen und Gaskammern publik gemacht hätte. Ja, so war es zum Beispiel bei den Euthanasieaktionen, als das ans Licht kam in der Bevölkerung in den 30er Jahren, was dort eigentlich passiert, dass man eben Leute mit körperlichen und geistigen Einschränkungen massenweise ermordet, vergast. Da gab es tatsächlich Aufruhr in der Bevölkerung und zum Teil auch Protestbriefe. Und das hat dazu geführt, dass man offiziell die Morde eingestellt hat. Man hat sie natürlich im Geheimen weitergeführt, aber man hat das Ganze nicht mehr so öffentlich betrieben wie davor. Und deswegen vermutlich auch die Verbrechen des Holocaust lieber verdeckt im östlichen Europa durchgeführt. Ab wann die Vernichtung aller Juden geplant war und ob es einen intentionalen Befehl Hitlers gab, ist nach wie vor umstritten. Keinerlei Zweifel besteht an dem pathologischen Antisemitismus Hitlers, dessen Weltbild spätestens 1920/21 irreversibel feststand. Also Hitlers Weltanschauung war maßgebend und ausschlaggebend für den Holocaust. Das NS-Regime schuf die Rahmenbedingungen, innerhalb derer Einzelne nach eigenen Ermessen vorgingen. Ja, Christopher Browning hat gesagt, dass wenn man die rassenpolitischen Vorstellungen Hitlers in der Zeit um 1941 herum erkennen wolle, müsse man sich nur anschauen, was sein zuverlässiger Deuter und Vollstrecker Heinrich Himmler getan und gesagt hat. Also Himmler stieg in den 40er Jahren eigentlich zum zweitmächtigsten Mann im Reich auf. Und ja, er war ja hauptverantwortlich für die Konzentrationslager und auch Vernichtungslager und sein Machtaufstieg und sein Handel zeigt eigentlich, dass das auch vollkommen im Sinne Hitlers war und dass Hitler auch daran nicht gezweifelt hat, dass das in seiner Weltanschauung richtig ist, was Himmler, die SS und alle Mordkommandos dort im Osten eigentlich treiben. Der Historiker Raoul Hilberg hat für die Zerstörung des europäischen Judentums mehrere Etappen skizziert. Zum einen die Definition durch Dekret, dann die Konzentration und Ghettoisierung, dann die mobilen Tötungen, Deportationen und Operationen in Tötungszentren. Man kann auch von fünf Phasen sprechen, die ich kurz skizzieren möchte. Die erste Phase ist von 33 bis 34, also in der Anfangszeit des Nationalsozialismus. Es beginnt eine unsystematische Verfolgung von den Juden, die durch Ausschreitung der SA und durch individuelle Übergriffe gekennzeichnet war. In den folgenden drei Jahren, 34 bis 37, kommt es durch gezieltere Maßnahmen, besonders durch die Nürnberger Rassengesetze von 35, wodurch die Juden ausgegrenzt, rassistisch klassifiziert, diskriminiert und durch den Einsatz von Terror in die Immigration gezwungen wurden. Die dritte Phase, 1938, ist die Phase rund um die Reichskristallnacht, der Terror eskaliert, es kommt zu der eskalierenden Radikalität. Die Juden werden weiter gezwungen, auch eben dann oder werden nach Deutschland, aus Deutschland kann man so fast sagen, rausgetrieben. Also so werden ja zum Beispiel auch in Dachau zu tausenden Juden gefangen genommen in Konzentrationslager und können dann eben das Lager wieder verlassen, wenn sie eben beweisen, dass sie eben auch Deutschland verlassen werden, was dann eben auch viele getan haben. Die vierte Phase, also die letzte Phase vor dem Holocaust, kann man eigentlich sagen, ist dann vom Sommer 39 bis Sommer 41. Himmler entwickelte seit September 39 ein gigantisches Programm zur Verschiebung von Völkern, das von Hitler gebilligt wurde und das auf rassistischen Grundlagen basierte. In dieser Zeit vor dem Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion ist allerdings noch nicht klar, wie man letztendlich mit den Juden verfahren möchte. Es gibt verschiedene Pläne. Es gibt zum einen die Pläne, sie in eroberten Ostgebieten nach dem Sieg, nach einem möglichen Sieg über die Sowjetunion anzusiedeln, sie dort zu Sklaven zu machen oder sich selbst zu überlassen. Aber recht zentral oder recht weit diskutiert ist dann auch der Madagaskar-Plan, also der Plan, die Juden zu Tausenden oder zu Millionen eben auf die Insel Madagaskar im südlichen Afrika zu bringen und sie dort sich selbst zu überlassen. Man hat eben gehofft, wenn man Frankreich erobert, dann könnte man dieser Kolonie eben auch Herr werden und dort die Juden ansiedeln. Also das war ein Plan, den sogar Hitler befürwortete. Er wurde dann verworfen, weil es zum einen logistisch äußerst schwierig war, es hätte wahrscheinlich auch nicht funktioniert und zum anderen auch die Seewege eben durch das britische Empire gesperrt waren. Deswegen hat man nach einer anderen Lösung gesucht, die fünfte Phase, die letzte Phase ab Juni 41 bis zum Ende des NS-Regimes, der Übergang von ethnischen oder sogenannten ethnischen Säuberungen zum Genozid, zum Holocaust. Ja, also schlussendlich dann eben hat man beschlossen, die Juden alle in Europa zu vernichten ab 41 oder Mitte 41 oder ja, durften sie gar nicht mehr
Europa verlassen und wurden dann eben zu millionenfach ermordet. Was man auch zentral sagen kann, am 30.03.1941 folgte in einer Rede Hitlers von den Generälen der Auftrag zum Vernichtungskrieg. Ja, Hitler hat dort ganz klar vor den Generälen gesprochen und gesagt, was er von diesem Vernichtungskrieg erwartet. Es gab den Kriegsgerichtsbarkeitserlass, den Kommissarbefehl, später auch den Hungerplan, den Generalplan Ost. Und man wollte eben einen Krieg mit äußerster Brutalität und äußerster Härte durchführen. Und mit einher ging dann eben auch der Holocaust. Ja, unter Massenerschießungen, Versuchen mit Sprengstoff, Hungerlagern und mobilen Gaswagen die Juden zu ermorden, stellte sich eben heraus, dass fest installierte Gaskammern zumeist auf dem ehemaligen polnischen Gebiet die effektivste und die schnellste Methode waren, um dann eben die Juden massenweise zu ermorden. Wir sehen hier ein Bild aus Litauen von 1941, Terror durch die litauischen Weißanbinder in Kaunas. Das Bild habe ich von Aber Naor. Ich denke, die meisten hier haben vielleicht schon mal einen Vortrag von Herrn Naor gehört. Er geht ja ganz zentral auf diese Ereignisse in Litauen ein. Er sagt auch immer, dass es für ihn oder seiner Ansicht nach auch der Beginn in den Holocaust war. Das ist natürlich umstritten, aber das ist halt seine Ansicht. Und in Litauen kann man das, denke ich, auch ganz gut sehen. Nachdem Litauen von der Wehrmacht eingenommen wurde, beteiligen sich sofort Freiwillige von litauischer Seite an der Verfolgung, letztendlich auch der Vernichtung der dort ansässigen Juden. Aus Nachbarn wurden eben Mörder und Opfer. Und es war eigentlich gerade für Überlebende wie Aber Naor nicht zu verstehen, wie sich ein Volk so schnell radikalisieren konnte, wie eben der Terror aus den Leuten quasi herausbrechen konnte. Es kam zu Massentötungen, später dann auch zur Ghettoisierung, Konzentrationslagern. Und es wurden eben auch litauische Juden später nach Auschwitz deportiert. Hier sehen wir ein Bild aus Babinjar. Wir haben ja eingangs auch unser Titelbild gesehen. Doritzki-Jahr ist auf unserem Titelbild zu sehen. Eine Schlucht in der Ukraine in der Nähe von Charkow, wo 16.000 Juden ermordet wurden in Babinjar. Bei Kiew waren es innerhalb von wenigen Tagen nur sogar 31.000 Juden, die erschossen wurden. Ja, also der Auftakt eigentlich in den massenweisen Holocaust. Später dann eben, wie erwähnt, hat man dann nach anderen Lösungen gesucht und hat dann eben die Gaskammern errichtet. Das Ganze war organisiert, es war geplant und man hat eigentlich niemanden ausgeschlossen. Also man wollte wirklich alle Juden ermorden. Wir sehen hier ein Dokument, welches die Anzahl der ermordeten oder bis dato ermordeten Juden in der Gegend um Kaunas zeigt. Rechts sieht man ein Bild von Kindern aus dem Ghetto in Kaunas, die laut Aber Naor alle ermordet wurden. Also auch vor Kindern hat dieser Genozid keinen Halt gemacht. Neben den Juden wurden auch andere Bevölkerungsgruppen verfolgt. Zunächst mal in der Euthanasie Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen. Wir sehen hier ein Propagandaplakat auf der linken Seite, auf der rechten Seite ein Bild, wo südwestdeutsche Roma 1940 eben auf einen Deportationszug kommen müssen. Also auch im Proyamos hat man dann eben die Sinti und Roma, die sogenannten Zigeuner, dann eben auch ermordet. Und auch man kann auch gegenüber Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen und auch gegenüber den Sinti und Roma von einem Völkermord sprechen, denn auch dort wollte man eigentlich, hatte man das Ziel von nationalsozialistischer Seite aus, alle Menschen dieser Gruppen zu ermorden. Nun gab es natürlich noch weitere Verbrechen im Dritten Reich. Wenn man sich die Ideologie Hitlers und auch seiner Gefolgsleute anschaut, dann ist eigentlich relativ klar, was Hitler oder was das Regime vorgehabt hätte, wäre der Krieg noch länger gedauert und hätte man tatsächlich diesen Generalplan Ost, wie man ihn vorgesehen hatte, für Osteuropa wirklich umsetzen können. Dann hätte man vermutlich mit der Bevölkerung Polens oder auch mit der slawischen Bevölkerung der Sowjetunion Ähnliches vorgehabt mit den Juden. Also bis dato sind ohnehin schon Millionen von Menschen oder auch Zivilisten auf sowjetischer oder polnischer Seite ermordet worden. Es ist nicht auszuschließen, dass man auch später für diese Menschen zum Teil auch eben Sklavenlager oder Arbeitslager dann eben gezielt vorgesehen hätte und sie schlussendlich vielleicht auch vernichtet hätte. Weil Hitler das Regime hat eben von einem Europa geträumt, in dem eben dann nur die eigene Rasse oder die eigene Ethnie dann eben leben sollte.
Und es gibt eben Indizien, die darauf hinführen, dass man gewisse Planungen auch damals schon hatte. Ein weiteres Beispiel sehen wir auf der rechten Seite. Da sieht man Soldaten der 25. Senegalesischen Trisalieus Senegales Armee. Das waren Soldaten aus den französischen Kolonialgebieten, die auf Seiten der Franzosen gekämpft haben, aus, vor allem aus dem Senegal. Und die Wehrmacht hat mit diesen Trisalieus Senegales Folgendes gemacht, nachdem sie die im Westfeldzug gefangen hatten. Sie hat sie in der Regel fast alle ermordet. Also bis zu 3000 Senegalesen wurden durch die Wehrmacht in Massenexekutionen 1940 im Westfeldzug ermordet. Also auch hier behandelt man Gefangene aufgrund von Rassismus oder starkem Rassismus anders als andere Gefangene. Also weiße französische Gefangene hat man noch gefangen genommen meistens, aber die schwarzen Gefangenen hat man eben dann gezielt ermordet. Also auch das deutet darauf hin, dass eben das Regime hier auch mit Menschen anderer Hautfarbe einen Völkermord in Europa vorgehabt hätte. Ja, kommen wir nochmal ganz kurz auf das KZ Dachau zurück. In Dachau gab es zwar eine Gaskammer, Dachau war ja, wie Sie sicherlich alle wissen, kein Vernichtungslager, sondern ein Konzentrationslager, aber auch in Dachau hat man die Menschen nach dieser bekannten Winkeltabelle, die wir hier sehen, kategorisiert. Man hat auch verschiedene Gruppen, die ich jetzt eben schon skizziert habe, sogenannte Asoziale, durch die Sinti und Roma fielen oder auch eben Juden, die den Stern bekommen haben, hat man entsprechend kategorisiert, gezielt verfolgt und in Dachau natürlich auch im Zuge des Konzentrationslagers auch ermordet. Also Dachau war auch wenn es kein Vernichtungslager war, denke ich, Bestandteil der Massenverbrechen oder der Völkermordverbrechen des Nationalsozialismus. Wir sehen hier noch mal ganz kurz einige Zahlen. Die Anzahl der ermordeten Juden im Nationalsozialismus, der ermordeten sowjetischen Zivilisten zum Beispiel, aber auch der Menschen mit Behinderungen oder Sinti und Roma. Und das ist natürlich exemplarisch auch für die nationalsozialistischen Verbrechen, einfach die Anzahl der Menschen, die ermordet wurden. Das war wirklich gigantisch. Das hat es bis dato noch nicht gegeben und hat es bis jetzt auch noch nicht gegeben. Gerade auch, wenn wir uns Lager wie Auschwitz anschauen, wo circa 1 Million Juden ermordet wurden, oder auch Treblinka, wo in nur einem Jahr fast 1 Million Menschen ermordet werden. Das sind wirklich gigantische Zahlen, die ja bis heute eigentlich unbegreifbar sind. Und dieses Verbrechen, das hat dann dazu geführt, dass man natürlich sofort mit den Tätern abrechnen wollte. Dachau-Prozess, der Nürnberger-Prozess, ich habe es eingangs schon erwähnt. Man war wirklich entsetzt über das, was passiert ist. Und ja, es gab die vorherrschende Meinung, dass sowas nicht nochmal passieren durfte, nicht nur sowas nochmal passieren konnte eigentlich. Und deswegen hat man dann eben die entsprechende UN-Konvention erlassen, um sowas auch in Zukunft vielleicht zu verhindern. Leider hat es auch in den folgenden Jahrzehnten Genozidverbrechen gegeben und man konnte diese nicht verhindern. Ich werde kurz noch auf weitere Beispiele eingehen. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Und zwar auf die ersten, einige Genozidbeispiele eben, die nach der Konvention passiert sind. Da wäre zum einen, wären dort die Völkermorde in Bangladesch 1971-72. Wie Sie sehen hier auf dem Bild, Flüchtlinge aus Ostpakistan, dem heutigen Bangladesch im Jahr 1971, die auf dem Weg ins rettende Indien sind. Was war passiert? Ja, als das heutige Indien oder der Bereich des heutigen Indiens und Pakistans und Bangladesch in die Unabhängigkeit entlassen wurde, schreiben wir das Jahr 1947 an. Die damalige Kolonie, britische Kolonie Britisch-Indien, wurde aufgeteilt. Zum einen entstand der Staat Indien und zum anderen entstand Ost- und West-Pakistan. Das Interessante ist, dass der Osten und der Westen Pakistan 200 Kilometer voneinander entfernt war. Die Briten hatten da einfach gedacht, dass man alle Hindus sich in Indien ansiedeln und alle Muslime eben in den beiden pakistanischen Teilen. So einfach war das aber nicht. Ostpakistan bestand aus dem östlichen, überwiegenden muslimischen Teil der früheren britisch-indischen Präsidentschaft Bengalen, der sich später als Bangladesch für unabhängig erklärte. Der andere Teil
Westpakistan war eben muslimisch geprägt und war dann später auch der mächtigere Teil der beiden. Trotz der gemeinsamen islamischen Religion trennten Westpakistan und Ostpakistan sprachliche und kulturelle Unterschiede. So war zum Beispiel die Amtssprache Urdu, die nur in Westpakistan gesprochen wurde und nicht in Ostpakistan, obwohl im Ostpakistan viel mehr Menschen lebten. Alle großen politischen Ämter wurden von Politikern aus Westpakistan besetzt und auch die Armee wurde überwiegend von Westpakistan aus geführt. Dann hat es 20 Jahre oder ja, man kann sagen fast 20 Jahre gedauert, bis sich das ganze System ins Wanken gerät. Auslöser war ein Zyklon im November 1970, also ein gigantischer Wirbelsturm, eine der schlimmsten Naturkatastrophen im letzten Jahrhundert. 300.000 bis 500.000 Menschen sind bei diesem Zyklon ums Leben gekommen. Und die Regierung im Westpakistan hat sich wenig darum gekümmert, weil es vor allem den Osten getroffen hat und wurde natürlich dann von den Bürgern im Osten abgestraft. Und bei der kommenden Wahl im Jahr 1970 gewann die Awami-Liga, also eine parteiliche Gruppierung aus dem Osten. Und ja, die Awami-Liga wollte jetzt eben die Regierung stellen. Und das hat natürlich der Militärdiktatur um Mohammed Yahya Khan nicht wirklich geschmeckt. Man hatte Angst, seine Macht zu verlieren und hat versucht, das Ganze zu verhindern. Die Bengalen fühlten sich um ihren Wahlsieg betrogen und protestierten. Es folgten Ausschreitungen und diese Ausschreitungen führten letztendlich in den Völkermord in Ostpakistan. Unter dem Vorwand von Verhandlungen planten Khan und das Militär insgeheim einen Vernichtungskrieg gegen die Awami-Liga, die bengalische Elite und die Hindu-Minderheit in Ostpakistan, um ein für alle Mal ihre Vorherrschaft zu sichern. Killing the Kafirs, das war der Slogan, also ermordet die Ungläubigen. Und mit diesem Leitmotiv zogen eben die Soldaten Westpakistans ab März 1971 mit dem Terror und den geplanten ethischen Säuberungen in den Osten. Ich trinke kurz einen Schluck. Zu den ersten Opfern zählten Politiker und Unterstützer der Awami-Liga, später Sicherheits- und Polizeikräfte, letztendlich auch Frauen und Kinder. Soldaten verübten Massaker an religiösen Minderheiten wie Christen, Buddhisten und vor allem an den Hindus. Ziel der Soldaten Westpakistan war die Ausrottung der gesamten hinduistischen Bevölkerung Ostpakistans. Außerdem sollte die gesamte bengalische intellektuelle Elite vernichtet werden. Also auch hier haben wir einen ganz klaren Befehl, alle Hindus zu ermorden in einem bestimmten Gebiet. Bis Januar 1972 tötete die pakistanische Armee und ihre lokalen Kollaborateure 3 Millionen Menschen in Ostpakistan. Die geschätzte Zahl an systematischen Vergewaltigungsopfern liegt zwischen 200 und 400.000. Außerdem wurden 10 Millionen Menschen, mehrheitlich Hindus, über die Grenze nach Indien vertrieben. Erst 1971 konnte das pakistanische Militär besiegt werden, und zwar von den bengalischen Guerillakämpfern und der indischen Armee. Es entstand dann im Dezember 1971 der Staat Bangladesch. So. Jetzt habe ich noch ein Bild von Mofidol Hokwe, der für das Museum in Dakar, in der Hauptstadt Bangladesch, heute arbeitet, im Land ein bekannter Historiker ist. Mofidol Hokwe hat Folgendes gesagt, was ganz gut auf den Punkt bringt, warum das Erinnern oder auch die Aufarbeitung in Bangladesch bis heute eben sehr schwierig ist. Er hat wie folgt gesagt. Einer der Gründe war, dass die pakistanischen Kriegsgefangenen, von denen 200 wegen Genozid angeklagt waren, im Rahmen eines regionalen Abkommens an Pakistan überstellt wurden, verbunden mit dem stillschweigenden Versprechen von Pakistan, sie wegen Völkermordes anzuklagen. Aber dieser Prozess hat nie stattgefunden. Für die Kollaborateure vor Ort wurde ein Kollaborateurgesetz verabschiedet. Viele von ihnen wurden wegen geringer Verbrechen oder Familien- und Dorfhäden angeklagt. Als der Umgang mit diesem Gesetz für die Regierung zu schwierig geworden war, erließ Scheich Mubid eine Amnestie, die jedoch nicht für schwerwiegende Verbrechen wie Mord, Brandschatzung und Raub galt. Danach wurde 1973 der International Crimes Tribunal Act entlassen, nachdem Genozid und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verfolgt werden mussten. Aber Bangladesch konnte diesen Prozess nicht führen, weil Scheich Mujib zusammen mit seiner Familie 1975 ermordet wurde. Nun kamen diejenigen an die Macht, die mit dem
Pakistaner kollaboriert hatten und führten ein diktatorisches Regime ein. Deshalb wurde uns für so viele Jahre die Gerechtigkeit vorenthalten. Und bis heute eben, ich meine, es hat es mittlerweile schon erste Kriegstribunale gegeben, aber bis heute eben kämpft man eben um die Aufarbeitung oder auch um die Anerkennung der ganzen Geschehene in Bangladesch. Ja, ich habe den Mofil der Hocke deswegen erwähnt, weil er eben auch in 2 Wochen dann hier einen Vortrag halten wird und nochmal genauer auf die Geschehnisse in Bangladesch eingehen wird. Ein ähnliches Beispiel, was auch relativ schwer in der Aufarbeitung ist, ist der Völkermord in Kambodscha 1975 bis 1979. Die Geschichte dieses Genozids reicht bis in den Vietnamkrieg zurück. Kambodscha wurde in den 60er Jahren ein wichtiges Rückzugsgebiet für die vietnamesische Untergrundarmee. Deshalb wurde der Osten Kambodschas auf Befehl von US-Präsident Richard Nixon ab 1969 systematisch bombardiert. Ab 1970 wurde Staatschef Norodom Sihanouk von General Luang Nam entmachtet, woraufhin sich Sihanouk im chinesischen Exil mit dem kommunistischen Widerstand, die Roten Khmer, verbündete. Das Vorgehen der Amerikaner stärkte in der Bevölkerung die Unterstützung für die Roten Khmer, die im April 1975 die Hauptstadt Phnom Penh einnahmen. Die Macht im demokratischen Kampuchea übernahm eine Führungsgruppe um Staatspräsident Kyaw Sampan und Ministerpräsident Saton Saa, bekannt als Pol Pot oder Bruder Nummer 1. Pol Pot war in Frankreich ausgebildet worden, hat dort studiert und gilt eben, ja, Bruder Nummer 1 sagt es eigentlich schon, als der Hauptverantwortliche für diese Verbrechen. Das Interessante an diesen Verbrechen ist, dass die Roten Khmer versucht haben, überwiegend im Geheimen zu agieren. Das heißt, es war für viele Menschen in Kambodscha eigentlich unklar, wer von wem diese Verbrechen eigentlich ausgingen. Ja, man hat versucht, im Unbekannt zu bleiben, was es natürlich auch im Zuge dessen schwierig gemacht hat, diese Geschehnisse greifbar zu machen und sich dagegen auch zur Wehr zu setzen. Allerdings war dies ein mörderisches Regime. Kern der pseudokommunistischen Ideologie der Roten Khmer war die Wiederherstellung einer agrarischen Gesellschaft. Während die Landbevölkerung idealisiert wurde, galten Stadtbewohner als Klassenfeinde. Städte wurden innerhalb nur weniger Tage evakuiert. Also man hat versucht, wirklich ganze Städte auszuradieren und nur noch eine bäuerliche oder landwirtschaftliche Bevölkerung in einem Staat zu haben. Auf den Gewaltmärschen in die ländliche Region starben Zehntausende, sofern sie nicht schon vorher eingesperrt und umgebracht wurden. Industrie- und Dienstleistungsbetriebe wurden geschlossen. Bücher verbrannt, Lehrer, Händler und beinahe die gesamte intellektuelle Elite des Landes ermordet. Ich habe mal gelesen, sogar wenn man eine Brille getragen hat, konnte das schon dazu führen, dass man ermordet wurde. Religionen wurden verboten, Gotteshäuser zerstört und Minderheiten verfolgt und getötet. Unter der Herrschaft der Roten Khmer verloren bis Januar 1979 mehr als 1,7 Millionen Menschen der 8 Millionen Bevölkerung infolge von Mord, Folter, Zwangsarbeit, Hunger und Krankheit ihr Leben. Wir sehen hier ein Bild eines Besuchers im Tulslang Genocide Museum. Wir hatten letztes Jahr auch schon mal einen Vortrag eines Vertreters des Museums, was sich ganz gut dieser Geschehnisse widmet, an einem Originalschauplatz und zu einem ehemaligen Gefängnis, wo eben politische Gegner gefoltert wurden. Was heute schwierig ist, ist, dass die Aufarbeitung der Verbrechen bis heute von staatlicher Seite verhindert wird. Es liegt zum einen daran, dass der heutige Staatspräsident, der eigentlich wie ein Diktator regiert, lange Zeit selber in die Verbrechen verstrickt war, aber auch daran, dass eben innerhalb der Regierung oder auch an großen Posten immer noch ehemalige Täter sitzen. Aber es kommt jetzt ein Stück weit ins Rollen, also immer mehr junge Leute versuchen auch über die Geschehnisse zu lernen. Und es gab erste Tribunale von Tätern, die 30 Jahre nach Ende des Terrorregimes durchgeführt wurden. Ja, also hier auch eine problematische Aufarbeitung. Es war lange Zeit auch noch unklar, ob man hier auch von Genozid sprechen kann, weil es ja sich gegen das eigene Volk richtete. Deswegen haben viele Wissenschaftler auch von Autogenozid gesprochen, auch ein neuerlicher Begriff, oder Politizid. Aber die Beweislage ist eben eigentlich klar. Es wurden Verbrechen gezielt gegen verschiedene Bevölkerungsgruppen durchgeführt. Es gab Lager, in denen Menschen gefoltert und ermordet wurden, und auch eine Ideologie, die das Ganze auch gezielt geplant hat. Ja, kommen wir zum Ende.
noch zu den jüngeren oder jüngsten klaren Genozidbeispielen. Das wäre zum einen der Völkermord in Ruanda. In Ruanda ist, man muss zunächst mal auf die Vorgeschichte eingehen. Während der Kolonialzeit durch die deutschen und auch belgischen Besatzer wurde die Bevölkerung in Ruanda in Hutu und Tutsi unterteilt. Das war zum einen, zwei sozusagen bäuerliche Gruppierungen. Die einen waren eher Ackerbauern, die anderen waren eher Viehzüchter. Und eigentlich ethnisch gesehen gab es dort keinen Unterschied. Das haben die kolonialen Verwalter eben künstlich geschaffen, diese Trennung. Und sie war eigentlich Humbug. Es hat trotzdem dazu geführt, dass man den Tutsi, mehr oder weniger die mächtigen Posten im entstandenen neuen Staat nach der Unabhängigkeit zugesprochen hat. Die Tutsis an Macht gewannen und die Hutu sich tendenziell benachteiligt fühlten, obwohl sie die Mehrheit der Bevölkerung stellten. Zum einen muss man sagen, bevor der Genozid dann in den 90er Jahren ausbrach, muss man einmal auf Burundi schauen, das Nachbarland. In Burundi gab es zwischen 72 und 73 die ersten größeren Verbrechen, die einige auch schon als Genozid einstufen. Burundi damals von Tutsi-Seite regiert. In Burundi wurden während des Bürgerkriegs zwischen 150.000 und 200 Hutu getötet. Es grenzte an Völkermord. Hutu waren tendenziell auch eher benachteiligt in Burundi. Und dieses Ereignis hat unter anderem auch dazu geführt, dass man natürlich auf anderer Seite in Ruanda immer stärkere Abneigung gegenüber der Tutsi-Minderheit vollzogen hat. Zunehmend entstanden Gruppierungen extremer Hutu, wie zum Beispiel die rassistische Ideologie Hutu Power oder die paramilitärische Kampforganisation Interahamwe, welche gegen die Minderheit der Tutsi hetzten. Ebenso bildeten sich im angrenzenden Exil bewaffnete Bewegungen der Tutsi, das war die sogenannte ruandische patriotische Front, die RPF, die versucht hat, Ruanda wieder für die Tutsi einzuverleiben. Seit den 70er Jahren wurde Ruanda allerdings von einer Hutu-Regierung regiert und die Hutu hatten überwiegend die Macht im Staat. Radikalisierten sich weiter, es kam zu einem weiteren Bürgerkrieg Anfang der 90er Jahre. Und drei zentrale Elemente waren wichtig für die Hutu, dass man eben 1994 dann den Völkermord beginnen konnte. Zum einen waren das Waffen. Bereits ab Januar 1993 verdoppelte sich der Import von Macheten nach Ruanda. Zum einen war das die Radiopropaganda. Im Radio wurde täglich zur Beteiligung an Morden aufgerufen, indem Animateure Namen und Anschriften von Ruandern verlasen, die in das Feindbild des Senders passten. Bürgermeister wurden zu Organisatoren der Gewalt, statt ihre eigenen Bürger zu schützen. Und als drittes sind die 10 Gebote der Hutu zu nennen. In diesen 10 Geboten werden die Tutsi ganz klar als Untermenschen oder wie man wortwörtlich oft immer gesagt hat, in Ruanda als Kakerlaken bezeichnet, die man gezielt ausgrenzen und letztendlich auch ausrotten wollte. Zentrales Ereignis für den Start des Völkermords war dann am 6. April 1994 der tödliche Anschlag auf den Präsidenten Habyarimana, der ein Hutu war und eigentlich auf dem Weg war, versöhnlich mit den angrenzenden Staaten zu verhandeln und vielleicht auch einen Frieden mit den Tutsi zu schließen. Der Mord, es ist bis heute unklar, wie der Mord passiert ist, aber vielleicht sogar selber von Hutu-Milizen durchgeführt wurde. Dieser Mord hat dazu geführt, dass die extremen Hutu zum Völkermord aufgerufen haben. Also ab April 1945 beginnt der Völkermord gegenüber den Tutsi. Anfangs wurden gezielt zentrale politische Amtsträger ermordet. Rasch weiteten sich die Gewalttaten auf die gesamte soziale Gruppe der Tutsi sowie vermeintliche Komplizen aus, die der Gruppe der Hutu angehörten. Zwar werden die Zahlen dem Schrecken nicht gerecht, doch werden 1994 in knapp 100 Tagen, also von April bis Juni 1994, rund 800.000 Menschen ermordet, meistens durch Macheten. Nicht nur die Schnelle des Mordes ließ auf die genaue Planung des Völkermordes hinweisen.
Genau. Also es gibt ja genug Beweise dafür, dass das Ganze geplant war. Ich habe es eben schon erwähnt, Radiopropaganda. Man hat das ja jahrelang, nicht Jahrzehnte, aber jahrelang vorbereitet und eben dieser Mord am Präsidenten war letztendlich der Auslöser, dass gehandelt wurde. Über das Radio hat man den Hutus des Landes gesagt, jetzt werden die großen Bäume gefällt, wie man gesagt hat, jetzt gehen wir gezielt gegen die Tutsi vor und schon am nächsten Tag begann das Morden. Es war unvorstellbar. Es wurden auch hier, ähnlich wie vorhin im Beispiel von Litauen, auf einmal Nachbarn zu mördern und das Morden nahm kein Ende. Das Traurige an diesem Beispiel ist, dass die Weltgemeinschaft hier zugesehen hat, dass man es nicht verhindert hat, obwohl es bekannt war. Ich habe kürzlich mir einige Spiegelausgaben von 1994 aus dem Sommer angeschaut. Da wurde sogar schon im April und im Mai 1994 über den Völkermord in Ruanda berichtet, während die Massaker noch im vollen Gange waren. Also es war bekannt und man hätte dort einschreiten können. Allerdings die Soldaten der UNO vor Ort, die eigentlich das Ganze hätten sichern sollen, denen wurde lange Zeit eben gesagt, dass sie sich nicht einmischen sollen und sie konnten eben nichts gegen die Verbrechen unternehmen. Ja, mit der Aufarbeitung ist es ein Stück weit schwierig. Wir sehen hier rechts noch ein Bild von Paul Jose Sabagina, den kennt man vielleicht aus dem Film, oder bekannten Hollywood-Film Hotel Rwanda. Dort wird seine Geschichte thematisiert. Paul Jose Bagina war ein Hutu und hat während des Völkermords Hunderten von Tutsi das Leben gerettet, indem er sie in seinem Hotel versteckt hat und wirklich um ihre Leben gekämpft haben soll. Das ist in dem Film, denke ich, ganz gut dokumentiert. Er wurde auch 2005, sieht man auf dem Bild, mit der Presidential Medal of Freedom ausgezeichnet von George W. Bush. Ja, jetzt traurigerweise sitzt er momentan im Gefängnis für 25 Jahre, ist er verurteilt worden. Und zwar war er ein Regierungskritiker und wurde im letzten Jahr, ich glaube, es war in Dubai, festgenommen und dann nach Ruanda überstellt, wo er eben jetzt im Gefängnis sitzt, weil er vermeintlich einer terroristischen Organisation angehörte, was vermutlich nicht stimmt. Folgendes ist nämlich in Ruanda nach dem Völkermord passiert. Natürlich, wie eben erwähnt, gab es die ruandische Patriotische Front, die von Tutsi-Milizen geführt wurde, die dann auch den Krieg letztendlich oder den Völkermord beendet hat, dann die Regierung gestellt hat und seit 2000 ist Paul Kagame, der ehemalige Führer, Anführer dieser Organisation, Präsident. Er hat zum einen Ruanda natürlich, hat zum einen versucht, den Völkermord aufzuarbeiten. Es gibt eine sehr gute Gedenkstätte und es ist jetzt auch kein Tabuthema in Ruanda. Allerdings wird natürlich von keinen Verbrechen von Seiten der Tutsis gesprochen, sondern nur von dem Völkermord durch die Hutu. Ja, und Paul Rusesabagina, selber ein Hutu, der auch als Regierungskritiker gilt, also als ein Kritiker Kagames, der im Stil eines Diktators regiert, kann man fast sagen, der war, obwohl er ein Held in dieser Zeit war, irgendwann dann doch nicht wohlgesonnen für das Regime und wurde gefangen genommen. Also auch hier eine etwas problematische Aufarbeitung, obgleich die Ereignisse natürlich noch nicht so lange her sind und es eine sehr gute Gedenkstätte vor Ort gibt. Frank-Walter Steinmeier hat 2005 das Kigali Genocide Museum besucht und war natürlich auch entsetzt über die Vorfälle, die in Ruanda 94 passiert sind. Wir sehen hier ihn übrigens neben Honoré Gatera, dem Leiter dieses Museums, der wahrscheinlich in 2 Wochen bei uns auch einen Vortrag halten wird. Gut, bevor wir dann zum Ende kommen, ganz kurz noch auf die Massaker von Srebrenica 1995. Auch für die Kriege und ethnischen Säuberungen im ehemaligen Jugoslawien ist Genozidverdacht geäußert worden. Der serbische Politiker Slobodan Milosevic wandelte sich zu einem serbischen Ultranationalisten und entwickelte programmatisch das Ziel eines Großserbiens, welches von allen Nichtserben gesäubert werden sollte. Seine nationalistische Position lässt sich am folgenden Satz zusammenfassen: Überall, wo ein Serbe lebe oder serbische Gräber legen, da ist Serbien. Es bestanden keine jahrhundertealten ethischen Konflikte, sondern selbsternannte Nationalisten mobilisierten nationale Gefühle, um das System zu zerstören. Seit 1991 zettelten mehrere Bevölkerungsgruppen Massaker und ethnische Vertreibung an.
Zwei Aspekte haben im weiteren Verlauf von Krieg und Terror im zerfallenen Jugoslawien den Genozidverdacht ausgelöst. Es war zum einen das Massaker von Srebrenica im Juli 1995 und die massiven Vertreibungen im Kosovo-Krieg in den 90er Jahren. Ich werde kurz auf Srebrenica eingehen. In Srebrenica wurden im Kern zwischen dem 11. und 19. Juli mehr als 8.000 bosnische Muslime, fast ausschließlich Männer und Jungen zwischen 13 und 78 Jahren, ermordet. Die als ethnische Säuberung geplante Massenerschießungen steigerten sich in den Völkermord. Das Verbrechen wurde unter der Führung von Ratko Mladic, der Armee Republika Srpska, durchgeführt. Daran nahmen auch die Polizei teil und serbische Paramilitärs. Mehrfache Umbettungen der Massengräber in den darauf folgenden Wochen sollten die Taten verschleiern. Also auch hier ein gezieltes Massenverbrechen, eine gezielte Tötung gegen Tausende von Menschen, und man hat hier auch keine Ausnahmen gemacht. Es ist, auch wenn hier einige der Täter tatsächlich vor Gericht kamen und auch verurteilt wurden, ist es natürlich vor allem in Serbien immer noch umstritten, ob es sich hier um einen Völkermord handelt. In Bosnien kämpft man darum, dass dies als Genozid klassifiziert wird, aber auch dies ist bis heute eben umstritten. Es wurden ja eben auch keine oder nicht im großen Stil Frauen und Kinder ermordet, aber es gibt auf jeden Fall Argumente, die auch dafür sprechen, dieses als Genozid eben zu klassifizieren. Jetzt ist abschließend natürlich die Frage, okay, was gibt es noch für weitere Beispiele? Ich habe jetzt einige Beispiele genannt. Ja, wir können ja mal, oder der Marc kann ja gerne mal in den Chat weitere Beispiele schreiben, wo er oder sie denkt, dass es vielleicht ein Genozid sein könnte. Es gibt um viele andere Ereignisse, viele andere Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder auch Kriegsverbrechen, die Diskussion, ob es sich hier um einen Völkermord handelt. Wir sehen hier ein Bild von den jesidischen Flüchtlingen 2015, also auch dort der Mord an den Jesiden durch den IS. Dort kann man von einem Völkermord sprechen, aber ja, in vielen Fällen debattiert man bis heute, es ist bis heute umstritten. Aber was man natürlich sagen muss, ist, dass auch, ob das jetzt ein Genozid ist oder nicht, jedes große Verbrechen, jedes große Kriegsverbrechen ist furchtbar und sollte natürlich verurteilt werden. Zum Abschluss möchte ich noch ein Zitat vorlesen von Berthe Manankabandi. Die Dame war 20, als sie den Völkermord in Ruanda überlebt hat, und hat Folgendes danach gesagt. Der Völkermord drängt die in die Isolierung, die er nicht in den Tod hat drängen können. Jemand, der seine Kinder geboren hat und hat ansehen müssen, wie sie ermordet wurden, der ein Haus gebaut hat und es hat abbrennen sehen, was meinen Sie, wie fühlt er sich, wenn er jeden Morgen aufsteht und nichts in der Hand hat? Ja, ich denke, das ist ein Zitat, was wahrscheinlich Leute sowohl nach dem Völkermord in Ruanda, sowohl nach dem Holocaust, als auch zum Beispiel nach den Verbrechen in Armenien sagen konnten. Selbst wenn man überlebt hat, viele Leute standen vor dem Nichts und wussten nicht, wie es weitergeht. So auch Abana Ohr, den wir hier nochmal abschließend sehen, unten links, einer der letzten Holocaust-Überlebenden, der eben noch in Zeitzeugengesprächen über seine Erinnerungen spricht. Wir sehen ihn hier vor einem großen Bildschirm. Er führt aktuell digitale Zeitzeugengespräche durch, fährt sonst immer an Schulen, und er hat neulich den schönen Satz, oder schön nicht, aber den interessanten Satz gesagt: Ich gehe jeden Tag an Schulen und erzähle meine Geschichte aus dem Holocaust, und das mit fast 94 Jahren. Bin ich eigentlich normal? Ist das normal, was ich hier mache? Das ist eigentlich nicht normal. Das zeigt, dass die ganzen Geschehnisse, das Unglaubliche, was er erlebt hat, dass eben Nachbarn zu Mördern wurden, dass ein Genozid stattfand in seiner Heimat, Menschen ausgerottet wurden, obwohl sie nichts dafür konnten, dass das ihn bis heute beschäftigt und auch nicht loslässt. Und so ist es eben in vielen Gegenden der Welt. Und ja, es greift nochmal diesen Aufruf nie wieder auf. Ja, für uns alle natürlich Mahnung zugleich oder auch ein Aufruf, solche Verbrechen eben in Zukunft zu verhindern. Aber leider Gottes sind auch nach 1945, wie wir gerade gesehen haben, Verbrechen passiert, die als Genozid klassifiziert werden können. Und ja, auch wenn das natürlich jetzt etwas pessimistisch klingt, es wird wahrscheinlich leider auch in der Zukunft weitere Verbrechen irgendwann geben, die so einzuordnen sind. Natürlich muss man versuchen, das zu verhindern, aber es hat es gegeben und es wird es wahrscheinlich auch in Zukunft geben. Aber ein Ohr sagt nach wie vor, dass seine Gespräche natürlich helfen sollen, dass sowas verhindert wird. Und auch, ich denke, unsere Arbeit in Dachau kann einen Teil dazu beitragen. Ja, damit wäre ich am Ende.
bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und genau, würde jetzt vielleicht kurz fragen, ob es wichtige Fragen gibt. Ansonsten würde ich an Franziska weitergeben. Gibt es denn schon Fragen, Anregungen, Anmerkungen? Schau mal kurz, was in dem Chat geschrieben wurde. Ah, okay, jemand hat geschrieben, diese Plakette, die ich dort erwähnt habe, auf dem Waterberg, die Situation hat sich nicht verändert und der Friedhof sieht immer noch so aus. Es ist natürlich etwas beschämend, muss ich sagen, dass man dort an diesem zentralen Ort nicht an die eigentlichen Opfer erinnert. Ja, klar, und natürlich in Namibia gibt es nach wie vor das Problem, dass auch innerhalb der Regierung oder der Politik es immer wieder Auseinandersetzungen gibt zwischen den verschiedenen Volksgruppen, was das Erinnern natürlich auch schwer macht. Also je nachdem, wer da gerade an der Regierung ist, setzt sich anders für die Erinnerung an diesen Völkermord ein, ja. Gut, wenn es dort jetzt keine weiteren Fragen erstmal gibt, würde ich direkt an Franziska übergeben. Danke, ich muss mal kurz schauen, wie man das mit dem Screensharing macht. Können es schon alle sehen, oder? Ja? Ja, nice. Genau, nachdem Max ja jetzt schon dankenswerterweise so viele Beispiele genannt hat, muss ich jetzt, glaube ich, dann nicht nochmal stark darauf eingehen, was eigentlich der Auslöser für den Vortrag auch war. War eben eigentlich die Präsenz dieses Wortes Genozid in den Medien. Es wird eigentlich schon relativ häufig gebraucht. Und was ich mir so als Frage gestellt habe, vielleicht auch, weil ich studiere, ist halt eigentlich, ist wirklich alles ein Genozid, was so bezeichnet wird im rechtlichen Sinne? Oder ist es auch mittlerweile so ein Konzept, um auf Massengewalt hinzuweisen? Und das werden wir vielleicht im Laufe des Vortrags so ein bisschen klären können. Generell hatte ich jetzt eigentlich vor, darauf einzugehen, wie der Straftatbestand Genozid überhaupt entstanden ist, wie schwierig das war und wieso es eigentlich rechtlich gesehen nicht so einfach ist, einen Genozid nachzuweisen. Max hat es schon erwähnt, wo das Wort herkommt. Das heißt, da werde ich jetzt nicht nochmal darauf eingehen. Kurz zum allgemeinen rechtlichen Rahmen. Das Völkerrecht ist im Allgemeinen einfach das Rechtsgebiet, das die Beziehungen zwischen Staaten regelt und wie es auch im nationalen Recht für bestimmte Gebiete ein bestimmtes Rechtsgebiet gibt, ist es im Völkerrecht genauso. Das heißt, wir haben das Menschenrecht, das humanitäre Völkerrecht ist das Rechtsgebiet, das in bewaffneten Konflikten zum Tragen kommt, früher deswegen auch als Kriegsrecht bezeichnet. Im Allgemeinen hat man, glaube ich, so die Vorstellung, Kriegsrecht sind so Regelungen, man darf nicht hier diese Person umbringen oder man darf nicht dies machen. Das ist nicht eigentlich der Sinn, sondern es heißt humanitäres Völkerrecht, weil es um den Schutz von Zivilisten geht, um den Schutz von Verwundeten, um den Schutz von Kriegsgefangenen und das ist eigentlich so das Kerngebiet vom humanitären Völkerrecht. Das internationale Strafrecht, das ist jetzt der Teil, auf den wir uns konzentrieren werden. Zu dem gehören eben auch natürlich Genozid und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und dann gibt es noch weitere Gebiete, wie zum Beispiel Seerecht oder Umweltrecht. Das heißt, es ist relativ untergliedert. Von allem, was wir so sehen, ist das humanitäre Völkerrecht mitunter das älteste Rechtsgebiet. Das macht irgendwie auch ein bisschen Sinn, weil leider Krieg immer schon eine Komponente menschlichen Lebens war. Und das Menschenrecht und das internationale Strafrecht sind die Gebiete, die ab Mitte des 20. Jahrhunderts entstehen. Und relativ parallel. Und wir werden sehen, dass es viele Komponenten gibt, die eigentlich notwendigerweise eine gleiche Entstehung dieser Rechtsbereiche bedurft haben. Für die Entstehung des internationalen Strafrechts sind vor allem diese drei Komponenten wichtig. Das war einmal Raphael Lemkin mit der Prägung des Begriffs Genozid, Hersch Lauterpacht mit dem, sagen wir mal, Gegenspieler Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und dann das erste Tribunal, das eigentlich mit dem internationalen Strafrecht agiert hat,
ist der Internationale Militärgerichtshof in Nürnberg. Und schauen wir uns erstmal an, wie diese zwei Hauptverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Genozid, entstanden sind. Ich werde jetzt nicht auf die ewig langen persönlichen biografischen Details eingehen können. Wer sich dafür interessiert, ich mache mal kurz Schleichwerbung. Der kann hier so ein Buch lesen von Philip Sands, East West Street. Philip Sands ist britischer Barrister und hat sich mit dem Buch sehr, sehr viel Mühe gemacht, um die persönliche Lebensgeschichte von Lauterpacht und Lemkin zu recherchieren, mit seiner eigenen zu verknüpfen und damit auch die Entstehung des Strafrechts aufzuzeichnen. Für uns ist jetzt vor allem relevant, dass Lauterpacht, der selbst aus einer orthodox-jüdischen Familie kam und dann letztlich auch gezwungen war, vor dem Antisemitismus aus seinem Heimatland in der Ukraine zu fliehen, letztlich dann in England als Anwalt und später als Professor eben an den Universitäten tätig war. Als Fokus seiner Arbeit vor allem die Rechte von Individuen hatte. Und jetzt könnte man sagen, ja, ist ja klar, irgendwie jeder hat heutzutage Rechte, aber in den 1940er Jahren war die Idee, dass Einzelpersonen international Rechte haben, nicht präsent. Dass jedes Land ein eigenes Rechtssystem hat, wo man bestimmte Sachen, also bestimmte Rechte einfordern kann, war gegeben, aber es gab kein Menschenrecht und es gab auch kein Strafrecht. Das Einzige, was unantastbar war, war die Staatssouveränität. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Staat im größeren Stile Verbrechen gegen die eigene Bevölkerung begangen hat, dann haben andere Staaten argumentiert, sie können nichts dagegen machen, weil sie können sich nicht in die souveränen Handlungen eines anderen Staates einmischen, weil sonst das gesamte System souveräner Staaten zusammenbricht. Und für Lauterpacht war diese Absolutheit der staatlichen Souveränität ein Hindernis. Er hat eigentlich relativ früh auf die Rechte von Individuen gepocht. 1945 dann eben auch in der Publikation An International Bill of the Rights of Man eigentlich so zum Ausdruck gebracht. Und der Kern seiner Idee war sozusagen, wenn der Staat, der souveräne Staat, so viel Macht hat, müssen die Individuen auch bestimmte Rechte haben, um sich vor Verletzungen durch den Staat zu schützen. Und das, vielleicht kommt Ihnen das bekannt vor, ist eigentlich die Kernidee von Menschenrechten. Wenn ich zum Beispiel in meinem Recht auf körperliche Unversehrtheit verletzt werde von dem Staat, dann kann ich praktisch heutzutage vor Gericht mich auf meine Menschenrechte gegenüber dem Staat beziehen. Und 1945 war das noch nicht so ge geklärt, also vielleicht kurz zum Begriff Menschenrecht. Vielleicht kennen die meisten die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die ist von 1948 nicht bindend. Das heißt, 1948 gibt es noch keinen rechtlich verbindenden internationalen Kodex an Menschenrechten. Ja, das heißt, Lauterpacht war der Vorreiter von diesen Ideen mitunter. Und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, der Begriff, den er geprägt hat, ist eigentlich aus seinem, wenn man seinen Hintergrund jetzt anschaut, also die Rechte der Individuen, relativ einfach zu verstehen. Also einfach Verbrechen, die im großen Stil an Individuen begangen werden. Zum Beispiel Deportationen, Massentötungen, Vergewaltigungen. Den genauen Tatbestand schauen wir uns dann später noch an. Lauterpacht wurde dann mit Ausbruch des Krieges relativ schnell von dem britischen War Crimes Executive Office angeworben und war dann letztlich unter Sir Hartley Shawcross, also dem britischen Chefankläger bei den Nürnberger Prozessen, mit dabei und hat eigentlich auch maßgeblich die meisten der Plädoyers von Shawcross geschrieben. Das heißt, er hatte eigentlich eine wunderbare Möglichkeit, seine Ideen direkt in die Arbeit, in den Nürnberger Prozess einfließen zu lassen, weil er die Reden geschrieben hat. Und
Außerdem hatte er enge Kontakte zu Robert Jackson, die Amerikanisten werden das kennen. Robert Jackson war amerikanischer Justizminister, war am obersten Gerichtshof der USA, also eine Koryphäe. Und Robert Jackson und Lauterpacht haben letztlich auch das Londoner Statut, also die rechtliche Grundlage, die das Nürnberger Tribunal erschaffen hat, geschrieben. Demgegenüber stand das Wort Genocide, Raphael Lemkin. Und Lemkin, ebenfalls aus einer jüdischen Familie, stammt ursprünglich aus Galizien. Kommen, das wäre eigentlich heute vermutlich so Weißrussland als sein Geburtsort. Und im Gegensatz zu Lauterpacht hat er eigentlich auf die Rechte von Gruppen den Fokus gerichtet. Die Grundidee war dieselbe. Auch er fand, dass die absolute Staatssouveränität überhaupt keinen Schutz für die einzelnen Leute bietet. Das Problem war nur, oder aus Lauterpachts Sicht, das Problem war, dass er jetzt keinen rechtlichen Schutz für Individuen haben wollte, sondern für Gruppen. Und das lag eigentlich vor allem dadurch, dass er sich in seinen Studien und vor allem auch im Jurastudium stark mit dem Mord an den Armeniern auseinandergesetzt hat, mit dem Völkermord an den Armeniern. Vielleicht sollte man an dieser Stelle kurz erwähnen, dass Lemkin zwar den Begriff Genozid geprägt hat, Genocide im Englischen, aber nicht den Begriff Völkermord. Der Begriff Völkermord war schon seit den 1830ern im Gebrauch tatsächlich. Wurde unter anderem zum Beispiel auch in der Frankfurter Paulskirche in den Diskussionen verwendet, um auf die Teilung des polnischen Reiches einzugehen. Das heißt, auch als dann die Armenier umgebracht wurden, gab es schon Leute, die das als Völkermord bezeichnet haben. Und Lemkin hat dann hinterher den Begriff Genozid neu erfunden. Also den hat er tatsächlich sich überlegt. Es gibt so ein Dokument aus den Archiven, ich glaube es liegt in Chicago, wo man sieht, dass er verschiedene Begriffe erwogen hat, also andere Konstellationen, und Genocide war dann letztlich der Begriff, auf den er sich festgelegt hat. Zwischen Lemkin und Lauterpacht, und das ist so eine interessante, ja, ein interessanter Fakt, den Philip Sands in diesem Buch, was ich Ihnen vorher gezeigt habe, ganz gut herausgearbeitet hat, ist, Lemkin und Lauterpacht haben und es ist insofern interessant, als dass man davon ausgehen kann, sie haben sich zwar nicht dort gekannt oder sind sich nicht begegnet, aber sie hatten halt die gleichen Lehrer im juristischen Fach, und das hat vermutlich ihr Denken schon auch maßgeblich beeinflusst. Das heißt, der Ausgangspunkt von beiden, also dass man die absolute Staatssouveränität hinterfragt, war der gleiche. Nur die Unterscheidung war, dass eben Lemkin sich darauf bezogen hat, welche Rechte Gruppen haben sollten, dass Gruppen geschützt werden sollen, zum Beispiel religiöse Gruppen, politische Gruppen, nationale Gruppen. Und Lauterpacht taucht dann erstmals 1944 in seinem Lebenswerk, könnte man sagen, auf. Ich habe das hier, so ein riesiges Buch, Axis Rule in Occupied Europe, also sicherlich kein Titel, der ein absoluter Blockbuster war. Und was das Buch an sich zusammenträgt, das ist unglaubliche Recherchearbeit. Lemkin ist letztlich nach Schweden unter anderem geflohen, hat dort nach kurzer Zeit die Sprache erlernt. Man muss dazu sagen, dass man allgemein davon ausgehen kann, dass Lemkin 9 Sprachen gesprochen hat, fließend, was wirklich unglaublicher war. Also ich finde es wahnsinnig. Und das hat ihm natürlich ermöglicht, in den einzelnen Ländern verschiedene Gesetze zu studieren. Und was er in diesem Buch Axis Rule in Occupied Europe gemacht hat, ist, dass er
eingetragen hat und danach dann eben ausgewertet hat im Sinne von ihrer rechtlichen Bedeutung. Und in Kapitel 9 dieses riesigen Werkes hat er dann diesen Begriff Genozid das erste Mal verwendet. Und ich habe das jetzt mal übersetzt, weil es gibt keine deutsche Übersetzung des Buches, zumindest habe ich keine gefunden. Deswegen müssen Sie jetzt mit meiner Übersetzung auskommen. Und nach Lemkin ist der Genozid nicht zwangsläufig die unmittelbare Vernichtung einer Nation, es sei denn, sie wird durch die Massentötung aller Mitglieder einer Nation bewirkt. Vielmehr bezeichnet es einen koordinierten Plan verschiedener Handlungen, welcher auf die Zerstörung der essentiellen Lebensgrundlagen abzielt mit dem Ziel der Annihilierung der Gruppen an sich. Dieser Monstersatz, vielleicht sollte man ihn ein bisschen runterbrechen in einzelne Bestandteile. Wichtig ist zunächst mal, für Lemkin war die Tötung der Gruppe, also das, was heute eigentlich so als absolutes Beispiel eines Genozids bezeichnet wird, die Tötung von einer bestimmten Gruppe, das war eigentlich nicht die Definition, auf die Lemkin abgezielt hat. Lemkin hat sich mehr darauf bezogen, dass bestimmte Gruppen verfolgt werden und systematisch durch die Verfolgung letztlich aussterben, weil sie zum Beispiel keine Lebensgrundlage mehr haben. Und das hat er dann auch noch in einer weiteren Ausführung näher beschrieben. Die Ziele eines solchen Plans wären die Desintegration der politischen und sozialen Institutionen, der Kultur, der Sprache, der nationalen Empfindungen, der Religion und der ökonomischen Existenz nationaler Gruppen und die Zerstörung persönlicher Sicherheit, Freiheit, Gesundheit, Würde und sogar das Leben der Individuen, welche zu solchen Gruppen gehören. Genozid richtet sich gegen die nationale Gruppe als Einheit . Also Lemkin war sicherlich nicht bekannt für die prägnante Formulierung von Sachverhalten, aber was man hier dann nochmal sieht, ist, es ging ihm nicht darum, dass bestimmte Individuen umgebracht werden sind, sondern es geht ihm um die Auslöschung einer bestimmten Gruppe. Und das hat er hier als nationale Gruppe bezeichnet. Und die letztliche Auslöschung passiert eben durch verschiedene Schritte, wie zum Beispiel die Vernichtung der Kultur der Gruppe, ihrer Sprache, also praktisch die Kommunikationsmöglichkeiten der Gruppe, dann der ökonomischen Existenz, das heißt, also das war auch beim Holocaust eben im starken Sinne der Fall, dass eben Geschäfte geschlossen wurden von jüdischen Menschen, dass sie in Ghettos praktisch keine Lebensmittel mehr hatten, keine Möglichkeiten zu handeln, was letztlich dazu beiträgt, dass die Leute dann verhungern. Und damit kommt es natürlich dann auch zur Auslöschung der Gruppe. Das heißt, zusammengefasst, Lemkins und vor allem eben die systematische Verfolgung einer Gruppe. Und die Tötung ist an sich kein Hauptbestandteil dieser Definition gewesen. Und ich denke, dass man sagen kann, 1944 hat diese Definition durch die Auswertung dieser ganzen Rechtsdokumente und Anordnungen gesehen hat, war der Prozess systematischer Verfolgung von vor allem den jüdischen Menschen. Jetzt kann man natürlich fragen, was so das Feedback international war. Lemkin war nicht unbekannt, er hat an vielen Universitäten unterrichtet, letztlich dann in den USA. Hat auch Robert Jackson dann gekannt und ist letztlich dann eigentlich auch, war dann Berater für das amerikanische Anklageteam. Was ich ganz lustig finde, ist, dass er dann mit diesem Begriff Genozid die Leute dieses Anklageteams so genervt hat, dass er zwischenzeitlich tatsächlich aus dem Team geflogen ist und zurück in die USA musste.
bei den letzten Tagen des Nürnberger Prozesses war er dann wieder anwesend, aber vorher wurde er mehr oder weniger verbannt. Aber nochmal kurz zum Feedback auf Lemkins Definition. Was ganz interessant ist, ist hier ein Brief von Leopold Kohr. Leopold Kohr war auch Jurist, Ökonom, erklärter Anarchist und Vordenker der Umweltbewegung. Und er schreibt eben am 2. Januar 1944 einen Brief mit einer Kritik zu Lemkins Buch. Und ich habe Teile dieses Briefs, der auf Englisch formuliert ist, hier auch nochmal übersetzt. In seinem Vorwort erwähnt Dr. Lemkin kein einziges Mal den Nationalsozialismus, sondern versucht stattdessen, das deutsche Volk im biologischen Sinne anzuklagen. Und diese Kritik zieht sich eigentlich durch den ganzen Brief, dass eben Lemkin kein einziges Mal erwähnt hat, dass es auch Deutsche gab, die keine Nationalsozialisten waren. Ja, zum Beispiel den großen Teil derer, die emigriert sind oder geflohen sind. Dann natürlich, es gab ja auch deutsche Juden. Also die Deutschen waren ja auch verschiedene Glaubensgemeinschaften, von denen viele verfolgt worden sind. Oder natürlich auch die Widerstandsgruppen, also hier Kreisauer Kreis, die Weiße Rose. Des Weiteren schrieb er dann, Lemkin schlägt die Anerkennung eines neuen internationalen Verbrechens vor, Genozid. Und dann hat er eben diese ganze Definition von Lemkin aus dem Buch kopiert. Auf diese Weise akzeptiert er indirekt die nationalsozialistische Doktrin, die Nation und nicht der Staat ist der vorherrschende Faktor, was als Grundlage des Völkerrechts dienen soll. Was er damit meint, auch wenn es irgendwie so ein bisschen verschwurbelt ausgedrückt ist, ist, dass die Nazis eigentlich im Allgemeinen immer dieses Gruppendenken hatten. Die Gruppe der sogenannten Arier sollte letztlich die sein, die über alle anderen dominiert. Die Gruppe der Juden sollte die sein, die nicht mehr existiert. Die Gruppe von Leuten, die zum Beispiel in der politischen Opposition waren, wurden in den Konzentrationslagern systematisch umgebracht. Das heißt, das Problem war jetzt für Leopold Kohr, dass Lemkin durch die Idee, dass man Gruppen vor Staaten schützt, eigentlich genau das gleiche Gedenken hatte, dass man eben von Menschen immer in Gruppeneinheiten denkt. Auch wenn, ich glaube, das war irgendwie Mikro nicht aus. Auch wenn Lemkin natürlich offensichtlich aus Besorgnis vor dem Handeln der Nazis auf diese Definition gekommen ist, war das ein Problem für Leopold Kohr und hat dann eigentlich hier das nochmal ganz prägnant zusammengefasst. Wenn man sich in die Richtung des biologischen Nationalismus bewegt, was Dr. Lemkin dadurch getan hat, dass er die Deutschen anstatt der Nazis angeklagt hat, ist der Weg beschritten, welcher, obwohl er nicht immer mit Hitler endet, zu ihm führt. Und das ist natürlich schon ein ganz schön drastisches Urteil. Also, was man dazu sagen muss, Leopold Kohr war Österreicher, dass er ein Problem damit hatte, dass Lemkin keine Unterscheidung zwischen den Nazis und den Deutschen gemacht hat. Lässt sich zum Teil auch darauf zurückführen, dass die Österreicher natürlich auch, dass praktisch diese Kritik, keine Unterscheidung zwischen Nazis und Österreicher, auch darauf anwendbar ist und er sich selbst so ein bisschen persönlich angegriffen gefühlt hat. Aber Lemkin eigentlich für das gesamte Buch eine sehr ungenaue Arbeitsweise vorgeworfen hat und insgesamt mit diesem Begriff Genozid mehr Probleme gesehen hat, als dass es irgendwie Gutes bringt. Ich weiß jetzt nicht. Besser gefallen hätte. Und an sich, die Kritik, die er da abgegeben hat, ist nicht unberechtigt, weil auch heute, wenn man sich mal anschaut, es ist immer alles sofort ein Genozid. Das sagt keiner, ah, das war ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Es scheint so, wie wenn das Schlimmste der Genozid ist. Und ich würde generell davon absehen, so ein Ranking kann nicht sagen, ach, jetzt sind mehr Leute gestorben, damit ist es schlimmer oder weniger schlimm. Das macht keinen Sinn. Aber Genozid ist eigentlich so der Begriff, den die meisten kennen, wo sich jeder irgendwie mehr oder weniger darunter vorstellen kann und was immer für die schlimmsten Verbrechen herangezogen wird. Wenn man sich das in den Medien anschaut, das war eigentlich eingangs dieses Beispiel mit den Zeitungsartikeln, kommt es relativ häufig vor. Jetzt 1944 haben wir jetzt also den Status quo, dass der Begriff Genozid existiert. Wie wir hier sehen, gibt es viele Kritiker. Viele haben es einfach ignoriert. Es war immer noch Krieg. Und die Alliierten waren eigentlich damit beschäftigt, sich zu überlegen, wenn der Krieg vorbei ist, was machen wir mit den Kriegsgefangenen, mit den Nazis? Churchill, ganz pragmatisch, hat vorgeschlagen, es werden einfach alle umgebracht. Damit ist die Sache dann geklärt. Dass das natürlich, also Gott sei Dank, nicht der Fall war, weil es ein schwerer Verstoß gegen das Völkerrecht gewesen wäre. Das wurde eben auch von anderen Alliierten angeführt. Wieso wäre es ein schwerer Verstoß gewesen? Vielleicht ganz kurz. Ich habe vorher gesagt, dass das humanitäre Völkerrecht, also das Rechtsgebiet, das in bewaffneten Konflikten zutrifft, viel älter ist als zum Beispiel Menschenrecht oder Strafrecht. Tatsächlich existiert es schon seit ungefähr 1894, in den 1800 oder sogar in den 1860ern, gibt es die ersten völkerrechtlichen Verträge, die bestimmte, in dem Fall Geschosse zum Beispiel, verbieten, weil es zu grausam war, weil die Effekte verschiedener Waffen einen zu schlimmen Verletzungen bei Menschen herbeiführen würden. Das heißt, als der Zweite Weltkrieg angefangen hat, waren alle Nationen theoretisch an das humanitäre Völkerrecht gebunden. Die Nazis haben sich nicht dran gehalten. Die Sowjets, ja, mehr oder weniger. Die Alliierten aber natürlich schon und wollten vor allem halt nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs einen rechtmäßigen Prozess an den nationalsozialistischen Tätern machen. Eines der Hauptelemente des humanitären Völkerrechts ist es eben, dass man keine Kriegsgefangenen tötet, niemals. Das ist ein schwerster Völkerrechtsverstoß und heutzutage würde man das als Kriegsverbrechen verurteilen. Damals auch. Die Nazis haben unter anderem im KZ Dachau sowjetische Kriegsgefangene umgebracht. Also auch hier ein schwerer Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht. Diese Überlegungen waren vor allem der Grund dafür, dass die Alliierten gesagt haben, wir machen nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs ein internationales Tribunal, eben der Internationale Strafgerichtshof in Nürnberg, mit Richtern. Jeder der Alliierten darf einen stellen, damit es sozusagen gerecht verteilt ist. Die Anklageteams sind auch von jedem Alliierten ein Anklageteam, ein Chefankläger mit weiteren Anwälten. Und international ist die Bedeutung dieses Gerichtshofs also enorm, weil es das erste Mal war, dass internationale Staaten sich zusammengeschlossen haben, um Individuen eines anderen Staates zu verurteilen. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, also mit Ende des Weltkriegs war der nationalsozialistische Staat de facto nicht mehr da, sondern nur noch Besatzungszonen. Aber trotzdem, die Leute waren ja und Generäle oder auch eben Teile der Regierung des nationalsozialistischen Reiches. Und die Idee, dass man eben unter anderem Regierungsmitglieder eines anderen Staates verurteilt, ist eigentlich die Grundidee des internationalen Strafrechts. Also, dass auch Individuen international Straftaten begehen können und es die Pflicht von den Staaten ist, von der gesamten internationalen Gemeinschaft, diese Individuen dann zu verurteilen.
zur Rechenschaft zu ziehen. Und wie man sich vorstellen kann, nachdem es eben das erste Mal war, dass man sowas gemacht hat, hatte eigentlich keiner eine Idee, wie das jetzt ablaufen soll, damit man sich hinterher nicht komplett dem Vorwurf der Unrechtmäßigkeit ausliefert. Und der Internationale Militärgerichtshof IMT beginnt eben am 18. Oktober 1945 in Berlin und dann eben sehr bekannt vom November 1945 bis zum 1. Oktober 1946 der Prozess in Nürnberg. Vielleicht waren einige schon mal in dieser heute, glaube ich, noch begehbaren Kammer. So, ist jetzt natürlich die Frage gewesen, welche Verbrechen klagt man denn überhaupt an? Also, welche Verbrechen haben die Nazis begangen in einem internationalen Kontext? Und nachdem es kein internationales Strafrecht gab, gab es jetzt auch keine Quellen, wo man hätte sagen können, ach ja, klar. Überlegen, wie verfasst man eine Anklageschrift, die international anerkannt wird und gleichzeitig nicht komplett neu ist, weil eines der wichtigsten Prinzipien im juristischen Bereich, und diejenigen, die Jura studieren, kennen das bestimmt, ist, dass man jemanden nicht für etwas verurteilen kann, was zum Zeitpunkt der Tat keine Straftat dargestellt hat. Also einfaches Beispiel. Wenn ich würde, dann könnte jetzt keiner sagen, ach ja, wir verurteilen alle die, die vor Eintreten des Gesetzes Wodka getrunken haben. Es funktioniert nicht. Rückwirkend kann ich keine Anwendung von solchen Gesetzen machen. Und genau diese Befürchtungen haben sich auch durch den Nürnberger Prozess gezogen. Man hat sich letztens, hier sieht man nochmal die vier Richter: Henri Dandier de Vable für Frankreich, Francis Biddle für die USA, Sir Geoffrey Lawrence, presiding, also der Vorsitzende des Gerichts, und Major General Jona Nikitschenko für die Sowjetunion. Man hat sich bei der Anklageschrift dann letztlich auf diese vier Verbrechen geeinigt: gemeinsamer Plan oder Verschwörung, Verbrechen gegen den Frieden, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Okay, also Genozid ist nicht dabei. Lauter Pacht, natürlich triumphiert sein von ihm geprägter Begriff Verbrechen gegen die Menschlichkeit war eine eigene Straftat. Kriegsverbrechen, das haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Humanitäres Völkerrecht war schon lange vorhanden. Das heißt, Kriegsverbrechen war vermutlich einer der unkontroversesten Bestandteile der Anklageschrift. Verbrechen gegen den Frieden ist eigentlich auch relativ selbsterklärend. Der Angriffskrieg Polen etc. Der gemeinsame Plan oder Verschwörung beschrieb einfach dieses System der Nazis, die systematische Tötung von vor allem jüdischen Menschen. Und diese gesamte Ideologie, die eigentlich den nationalsozialistischen Staat an sich am Erhalten hielt. Genozid eben nicht als eigener Anklagepunkt enthalten. Wie man sich vorstellen kann, war Lemkin natürlich am Boden zerstört und hat letztlich beim Verfassen der Anklageschrift die Anwälte, die Chefankläger der vier Alliierten so bearbeitet, dass sie sich dazu hinreißen lassen haben, den Begriff Genozid letztlich doch in der Anklageschrift, also der ausformulierten Anklageschrift, einmal zu erwähnen, nämlich unter dem Überbegriff Kriegsverbrechen. Wenn wir uns jetzt anschauen, im Londoner Statut, wie Verbrechen gegen die Menschlichkeit definiert war, dann fällt eigentlich auf, wenn man sich das durchliest, also Verbrechen gegen die Menschlichkeit definiert als Mord, Ausrottung, Versklavung, Deportation
oder andere unmenschliche Handlungen begangen an irgendeiner Zivilbevölkerung vor oder während des Krieges, Verfolgung aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen, begangen in Ausführung eines Verbrechens oder in Verbindung mit einem Verbrechen, für das der Gerichtshof zuständig ist, und zwar unabhängig davon, ob die Handlung gegen das Recht des Landes verstieß, in dem sie begangen wurde oder nicht. Auch das ist natürlich typisch verklausulierte Formulierung. Was aber, glaube ich, ganz ersichtlich wird, ist dieser Teil hier, ich weiß nicht, ob Sie die Maus auch sehen können, Verfolgung aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen. Das ist eigentlich das Element, das dem von Lemkin, von Lemkin geprägten Begriff Genozid am nächsten kommt. Das heißt, im gesamten Nürnberger Prozess war Genozid immer unterschwellig so eine Mischung bei den Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit dabei. Es war nur kein eigener Straftatbestand. Letztlich war dann eine der großen Debatten im Nationalen Militärgerichtshof, ob die Angeklagten auch für Handlungen vor 1939, also vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, verurteilt werden sollten. Und man hat sich letztlich darauf geeinigt, dass nur Handlungen während des Zweiten Weltkriegs vom Gerichtshof abgeurteilt werden können. Und da war eigentlich vor allem die große Panik, vor allem zum Beispiel der USA und der Sowjetunion, dass wenn man jetzt anfängt, bestimmte Individuen für Taten, die außer für die systematische Verfolgung von politischen Oppositionellen in dem, was beschrieben wird als großer Terror und eben anderen Straftaten. Und das war mitunter letztlich der Hauptgrund, weshalb man gesagt hat, wir fokussieren nur die Taten während des Zweiten Weltkriegs, weil damit sind dann wir auch sicher gegen etwaige Anschuldigungen. Ich glaube aber persönlich auch, dass es einfacher war, sich auf Handlungen während des Kriegs zu stürzen, weil wir eben ja schon das humanitäre Völkerrecht hatten. Das heißt, Kriegsverbrechen war vorher schon eine Straftat. Und wenn man alle anderen Straftaten in diesem Kontext der Kriegsverbrechen abgeurteilt hat, dann hat man praktisch die Existenz dieses ganzen Tribunals besser rechtfertigen können, wie wenn man jetzt ein komplett neues Tribunal in einem komplett neuen Rechtsgebiet schafft. Da muss man vielleicht auch dazu sagen, dass was sich über den kurzen Zeitraum heraus Normen international zu einigen. Das dauert ewig. In den meisten Fällen ist es auch sehr unbefriedigend. Allgemein anerkannt war, humanitäres Völkerrecht. Und dann hier diese Straftatbestand, Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Genau, und das Londoner Statut hat auch nochmal betont, dass Anführer, Organisatoren, Anstifter und Teilnehmer, die am Entwurf oder an der Ausführung eines gemeinsamen Planes oder einer Verschwörung zur Begehung eines der vorgenannten Verbrechen teilgenommen haben, sind für alle Handlungen verantwortlich, die von irgendeiner Person in Ausführung eines solchen Planes begangen worden sind. Dem zugrunde liegt eigentlich die Idee, dass man zum Beispiel gesagt hat, auch ein General, der vielleicht in seinem gesamten Leben nie physische Gewalt an anderen verübt hat, ist für die Verbrechen der ihm untergeordneten Soldaten verantwortlich,
weil er erstens die Möglichkeit gehabt hätte, das zu unterbinden und es nicht gemacht hat, also unterlassen. Und zweitens die Anordnung gegeben hat, Verbrechen auszuüben. Also Anstiftung zu bestimmten Straftaten ist ja auch heute national ein Verbrechen. Oder hier eben auch, was das Statut sagt, die Verschwörung, solche Verbrechen zu begehen. Das heißt also, auch wenn jemand selbst keine Gewaltverbrechen verübt hat, hat die Verschwörung oder das Anstiften dazu bereits ausgereicht. Genau, hier sieht man nochmal die Anklageschrift, sprach eben von deliberate and systematic genocide, the extermination of racial and national groups. Das heißt also, der willkürliche, wissentliche und systematische Genozid, den die Anklageschrift als die Auslöschung von rassischen und nationalen Gruppen beschrieben hat, war eben, wie gesagt, unter dem Stichpunkt Kriegsverbrechen genannt, aber eben kein alleinstehender Straftatbestand. Und mit Ausnahme des amerikanischen Chefanklägers Robert Jackson erwähnen trotzdem alle anderen Ankläger, also der russische, der britische und der französische Chefankläger, den Begriff Genozid in dem Schlussplädoyer. Ich habe es vorher schon gesagt, Jackson war von der ganzen Lemkin-Affäre dann letztlich nicht so begeistert und Lemkin wurde ja temporär eben zurück in die USA geschickt. Das Urteil enthält keine Referenz zum Genozid, was ich persönlich auch absolut begründet finde, weil ich kann nicht in einem Urteil dann plötzlich ein komplett undefiniertes Konzept, was vielleicht irgendwann mal einen Straftatbestand darstellt, erwähnen. Das würde also allen Rechtsprinzipien widersprechen. Und die Haftung von Vorgesetzten, also das wird allgemein als im Englischen Command Responsibility bezeichnet, war eben auch enthalten. Das heißt, das Urteil des Nürnberger Prozesses war insofern wegbereitend, als dass eben durch Verbrechen gegen die Menschlichkeit und durch die allgemeine Institution des Militärgerichtshofs der Grundstock für das internationale Strafrecht gelegt wurden. Aber eben nur unter der Bedingung, dass Verbrechen gegen die Menschlichkeit und jegliche Referenz an die Existenz eines Kriegs gebunden waren. Das heißt, das ist so der Status quo 1946 nach Ende des Prozesses. Kurz schauen. Was wir vielleicht auch kurz erwähnen sollten, die neu gegründeten Vereinten Nationen waren sehr eifrig. Und es waren vor allem kleinere Staaten wie Kuba und Panama, die dann diese Resolution 96.1 letztlich durchgebracht haben, die besagt, die Generalversammlung bestätigt, dass der Genozid nach internationalem Recht ein Verbrechen ist, welches von der zivilisierten Welt verurteilt wird und für dessen Durchführung Täter und Gehilfen, ob Privatpersonen, Beamte oder Politiker, und ob aus religiösen, rassischen, politischen oder anderen Gründen haftbar sind. Zum 11. Dezember 1946, wieder meine Übersetzung, vielleicht ganz kurz, die UN haben bestimmte Sprachen, in denen offizielle Texte und Verträge publiziert werden und Deutsch ist keine dieser offiziellen Sprachen, deswegen gibt es auch meistens keine Übersetzungen. Problem bei der ganzen Sache. Es ist nicht rechtlich bindend. Also es ist schön, dass sich international die Staaten darauf geeinigt haben, dass es vielleicht strafbar ist, aber es hat rechtlich bindend keinen Wert im Sinne von, ich kann jetzt nicht sagen, okay, weil die Vereinten Nationen, die Generalversammlung gesagt hat, dass es eine Straftat ist, können wir damit jetzt auch tatsächlich Leute verurteilen. So funktioniert das nicht. Die einzige Körperschaft der UN, die rechtlich bindende Resolutionen erlassen kann, ist der Sicherheitsrat. Aber auf Grundlage dieser Resolution hat das 6. Komitee der Vereinten Nationen in Paris angefangen,
eben hier das US Committee for Genocide Convention mit dem Prozess der Schaffung einer Genozidkonvention oder besser gesagt einer Konvention über die Verhütung und letztlich Prävention von Genozid mit der Ausarbeitung eben begonnen. Und ich habe vorher erwähnt, dass das Entstehen des Strafrechts und des Menschenrechts Berührungspunkte hat. Und tatsächlich zum gleichen Zeitpunkt fängt das dritte Komitee der Vereinten Nationen Generalversammlung an, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte auszuformulieren. Also der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte natürlich im Vorreiter, die First Lady Eleanor Roosevelt, René Cassin, der später lange am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Vorsitzender Richter war. Das heißt, beide dieser Dokumente werden zum gleichen Zeitpunkt erschaffen. Und wie man sich vielleicht vorstellen kann, war diese Ausarbeitung der Konvention ein riesiger, Auslöser riesiger Diskussionen. Das Problem war zunächst mal, definiert man Genozid jetzt tatsächlich als alleinstehenden Straftatbestand oder doch lieber als Unterstraftat von Verbrechen gegen die Menschlichkeit? Welche Gruppen sollte man schützen? Nach Lemkin alle politisch, kulturelle, linguistische, religiöse, rassische, nationale Gruppen. Sollte es ein internationales Gericht geben, was praktisch einen Bruch der Konvention aburteilen könnte? Wenn ja, wie soll es ausschauen? Und der größte Konflikt, kann man sich auch vorstellen, hoppala, war natürlich der Kalte Krieg. Die USA und die Sowjetunion hatten sehr unterschiedliche Vorstellungen, wie diese Konvention ausschauen sollte. Die Sowjetunion war für eine umfassende Definition im Sinne von eher schwammig formuliert, wohingegen die USA für eine sehr kurze, prägnante und enge Definition waren. Die Sowjetunion wollte, dass auch Propaganda und so anstiftende und vorbereitende Maßnahmen und der kulturelle Genozid ebenfalls strafbar sein sollten. Jetzt könnte man sich fragen, wieso wollte ausgerechnet die Stalin-Diktatur, dass kultureller Genozid und Vorbereitungsmaßnahmen, Propaganda strafbar sein sollten. Der Hintergrund ist da, dass viele der dann der Sowjetunion eingegliederten Gebiete und auch dann letztlich die Staaten, die später im Warschauer Pakt dabei sind, Druck ausgeübt haben, dass sie eben diese in der Konvention diese Maßnahmen, die Propagandamaßnahmen auch als Straftat ansehen wollten. Es war so ein bisschen für die Sowjets intern eine Beschwichtigungs-Appeasement-Maßnahme. Nicht, weil sie es zwangsläufig selbst wollten, sondern eher, um Ruhe in den eigenen Reihen zu verbreiten. Die Sowjetunion dann auch eben hat sich gegen den Schutz von religiösen Gruppen ausgesprochen. Hat ja auch jahrelang selbst religiöse Gruppen im großen Stil verfolgt. Und Zwangsumsiedlungen und ethnische Säuberungen sollten ebenfalls nicht strafbar sein. Die USA waren eigentlich in der gesamten Debatte vor allem um den Schutz ihrer Staatssouveränität besorgt. Der einzige gemeinsame Nenner zwischen den beiden Ländern war letztlich, dass es kein internationales Gericht mit universeller Jurisdiktion geben sollte. Ist eigentlich klar, weil keiner Lust hatte, von diesem Gericht dann unter Umständen selbst zur Verantwortung gezogen zu werden. Und kein Schutz von politischen Gruppen. Auch das ist leicht erklärbar vor dem Hintergrund, dass die USA mit ihrer absoluten Kommunismuspanik ja auch intern viele Kommunisten verfolgt haben und die Sowjetunion ebenfalls politische Gegner im großen Stil verfolgt und interniert hat. Was war das Outcome dann? Die Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Verbrechens, des Genozidverbrechens, ist dann am 9. Dezember 1948 in Paris verabschiedet worden.
Heutzutage ist dieses Datum so ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil alle sich an die Menschenrechtserklärung erinnern, die am 10. Dezember, also nur einen Tag später, ebenfalls von der Generalversammlung verabschiedet wurde. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie schaut die Definition jetzt letztlich aus, die bis heute in dieser Konvention drin ist? Lemkin ebenfalls gespannt, nehme ich an, auch wenn er natürlich bei der Ausarbeitung maßgeblich beteiligt war. Und die Genozidkonvention in Artikel 2 besagt, dass in dieser Konvention bedeutet Völkermord eine der folgenden Handlungen, die in der Absicht begangen wird, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche oder ganz, als solche ganz oder teilweise zu zerstören. Was man hier sieht, ist, es wird keine politischen Gruppen oder linguistischen Gruppen oder kulturellen Gruppen geschützt, sondern eben nur diese vier. Und hier sieht man dann eben die einzelnen, wie sagt man dann, auf Englisch würde es heißen, Constituent Crimes, also die eigentlichen Straftaten, die einen Genozid ausmachen. Also Tötung von Mitgliedern der Gruppe, Verursachung von schweren körperlichen oder seelischen Schaden an Mitgliedern der Gruppe, vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen für die Gruppe, die geeignet sind, ihre körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen, also zum Beispiel Aushungern, Verhängung von Maßnahmen, die auf die Geburtenverhinderung innerhalb der Gruppe gerichtet sind. Das wäre zum Beispiel auch, wenn jemand, wenn ein Staat Frauen und Männer trennen würde, dann würde es keine Geburten mehr geben und damit würde dann eine bestimmte Gruppe, wenn es eben gegen eine Gruppe gerichtet ist, letztlich aussterben. Gewaltsame Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe. Da muss man aufpassen, viele denken immer, das heißt hier ja, Deportation ist Genozid. Deportationen an sich sind kein Genozid. Was hier kriminalisiert wird, ist eben die Überführung von Kindern, weil auch das natürlich letztlich dazu beiträgt, dass dann die Kinder praktisch, wenn sie von den Eltern getrennt sind, letztlich auch den Fortbestand der Gruppe nicht mehr sichern können, wenn sie eben dann in der anderen Gruppe assimiliert werden. Aber eigentlich, was man sieht, ist eigentlich der Grundkonsens war, es geht um die physische Auslöschung von Gruppen. Was Lemkin ursprünglich gesagt hat, das systematische Verfolgungselement oder auch die Auslöschung im kulturellen Sinne, kultureller Genozid, politischen, linguistischen Sinne, das ist alles aus der Definition rausgefallen. Die Genozidkonvention ist dann erst 1951 in Kraft getreten und ist damit dann eben auch für diejenigen Staaten, die das ratifiziert haben, rechtlich bindend. Das heißt, ein Verstoß ist ein Völkerrechtsbruch. Und hier sieht man jetzt nochmal das, was man eigentlich im heutigen Strafrecht, auch im internationalen Strafrecht, nachweisen müsste. Das heißt zum Beispiel in den Tribunalen, internationalen Straftribunalen für Ruanda oder das ehemalige Jugoslawien, musste die Anklage nachweisen, dass es eine strafbare Handlung gab. Das heißt, Litera A und E, das heißt also, aber eine dieser fünf Handlungen musste begangen worden sein, mit einer speziellen Intention eben. Es wird als Dolus Specialis bezeichnet, also hier wieder das Faible für Latein bei den Juristen. Man musste praktisch nachweisen, dass es eine spezielle Intention gab, die Gruppe an sich auszulöschen. Und was wichtig ist, die Gruppe muss eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe sein. Das ist so, sind die drei Elemente, die man als Anklage nachweisen muss, wenn man einen Genozid nachweisen möchte. Hier mal ein kurzes Beispiel. Der Präsident von Dämonien ordnet explizit die Tötung aller Menschen, die Linkshänder sind, an.
weil er der Meinung ist, Rechtshänder hätten ein schönes Schriftbild. Jetzt ist natürlich die Frage, Genozid ja, nein. Wieso ist es kein Genozid? Es muss jetzt keiner antworten und sich hier outen für den Fall, dass er vielleicht... Max, du möchtest? Ja, also ich würde jetzt spontan sagen, es ist ja jetzt keine religiöse oder nationale Gruppe gemeint, sondern es richtet sich ja gegen das eigene Volk, allerdings halt gegen die, die Linkshänder. Aber es ist keine ethnische Gruppe gemeint, oder? Ist das der Grund? Korrekt, das ist genau der Grund. Die Linkshänder sind weder eine nationale, ethnische, religiöse oder rassische Gruppe. Vielleicht hat der eine oder andere, die eine oder andere kurz gedacht, aha, Genozid, weil es ist ein Verbrechen gegen eine Gruppe. Und man hat es häufig, und ich glaube, deswegen ist der Begriff Genozid auch so populär, wenn es um Gewalt gegen Gruppen geht, dann denken viele immer, ja, das ist dann auch ein Genozid. Aber eben im internationalen Strafrecht ist es limitiert auf diese vier Gruppen. In dem Fall würde man vermutlich sagen, wenn es systematisch begangen wird, ist es ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Genau, also die Abgrenzung Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Genozid, ist vor allem dadurch definiert, dass bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit dieses Gruppenelement nicht enthalten ist. Also Verbrechen gegen die Menschlichkeit können gegen verschiedene Menschen begangen werden. Die müssen nicht zu einer bestimmten Gruppe gehören. Und es fehlt auch dieser Dolus Specialis, es fehlt das Element die Intention zur Auslöschung einer bestimmten Gruppe. Also allgemeine Abgrenzung zwischen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Genozid. Jetzt muss ich mal schauen, weil ich wollte eigentlich noch so ein bisschen mir das bei einem speziellen Fall anschauen, wie man das dann nachweisen kann. Ich glaube, wir haben noch kurz Zeit, nachdem alle schon sehr lang zuhören müssen. Die Genozidkonvention hat eine sehr, sehr hohe Ratifikationsrate. Also so, ich glaube, 152 Staaten. Es sind nicht alle, aber im allgemeinen Sinne wird die Genozidkonvention eben als das erste Menschenrechtsdokument, Menschenrechtstreaty angesehen, weil es eben für Menschen einen Schutz vor Gewaltverbrechen durch den Staat bietet. Die Konvention verpflichtet auch Staaten, Individuen dafür zu verurteilen. Oder eben auch, wenn natürlich der Staat an sich das Verbrechen begeht, dann, und das sieht man ja aktuell, vor dem Internationalen Gerichtshof Myanmar wird das Genozids an den Rohingya angeklagt. Der Hintergrund ist der, dass vor dem Internationalen Gerichtshof nur Staaten angeklagt werden können. Myanmar hat die Genozidkonvention ratifiziert. Das heißt, wenn sie sie brechen, sind sie dafür haftbar. Aber Myanmar ist keine Vertragspartei des Rom-Statutes, dazu kommen wir jetzt gleich. Das Rom-Statut begründet dann letztlich den Internationalen Strafgerichtshof, der erst seit 2002 aktiv ist, wo eben Individuen angeklagt werden können. Also nochmal kurz, Internationaler Gerichtshof, nur Staaten als Angeklagte, Internationaler Strafgerichtshof, nur Individuen als Angeklagte. Und der Vorgänger von diesem Internationalen Strafgerichtshof sind eben die zwei sehr bekannten Tribunale, die Max auch schon erwähnt hat, eben 93, der Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien, 94 der Strafgerichtshof für Ruanda. Die zwei Gerichtshöfe, der Plural hört sich ein bisschen komisch an, die beiden Tribunale wurden von dem Sicherheitsrat geschaffen und haben dann eben natürlich neben Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen auch Verurteilungen für Genozid ausgesprochen. 2002 wurde dann erst der Internationale Strafgerichtshof geschaffen, beziehungsweise erst da
ist das Dokument, das römische Statut, das den Strafgerichtshof schafft, in Kraft getreten. Und seit diesem Zeitpunkt, 1. Juli 2002, können eben Individuen vor dem Strafgerichtshof für unter anderem Genozid angeklagt werden. Bisher hat der Strafgerichtshof kein einziges Urteil für Genozid ausgesprochen, sondern die einzige Person, die unter anderem des Genozids angeklagt ist, ist Omar al-Bashir, der ehemalige Präsident von Sudan. Was man hier sieht, ist so ein bisschen, die afrikanischen Staaten sind sehr kritisch eingestellt gegenüber dem Strafgerichtshof. Omar al-Bashir ist momentan im Sudan. Zunächst hat sich der Staat geweigert, den Omar al-Bashir auszuliefern, obwohl es rechtlich verpflichtend wäre. Aber jetzt dieses Jahr kam die Ankündigung, dass sie ihn irgendwann nach 10 Jahren, wo ihn der Gerichtshof sucht, überstellen werden. Und dann wird ihm eben in Den Haag der Prozess gemacht. Vielleicht interessiert es irgendjemanden, welche Strafen der Gerichtshof aussprechen kann. Das sind vor allem Freiheitsstrafe, also Gefängnis und Geldstrafen bzw. Asset Freezing, also das Einfrieren aller Bankaccounts und Vermögenskonten. Was auch kurz angesprochen wurde von Max, war in Bezug auf den Genozid oder es wird heutzutage im rechtlichen Sinne schon als Genozid angesehen in Kambodscha. Die außerordentlichen Kammern an den Gerichten von Kambodscha gibt es seit 2006. Von den sicherlich hunderten Tätern haben sie für Genozid genau 2 Leute verurteilt. Unter anderem deswegen wird dieses Gericht im allgemeinen Sinne als sehr ineffizient angesehen. Auch wenn es eigentlich halb aus kambodschanischen, glaube ich, keine Ahnung, wie man das sagt, aus Richtern aus Kambodscha und aus internationalen Richtern besteht. Also es gibt zum Beispiel auch einen österreichischen Richter in diesen Gerichten, ja, die unter anderem durch die Regierung bedingt eben nur 2 Verurteilungen. Aber jetzt vielleicht in den letzten 2 Minuten wollte ich mal noch kurz auf einen Fall eben eingehen. Das ist die erste Person, die jemals international für einen Genozid verurteilt wurde. Jean-Paul Akayesu war Bürgermeister in der ruandischen Gemeinde Taba, wurde in 15 Punkten angeklagt, unter anderem Genozid, Mittäterschaft im Genozid, Anstiftung zum Genozid, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Verstöße gegen Artikel 3 Genfer Konventionen, das sind Kriegsverbrechen in einem nicht internationalen Konflikt. Und jetzt muss ich mal kurz schauen, ob ich vielleicht hier aus der PowerPoint rausgehen kann. Dann, ach genau, das mal kurz machen. Dann, das ist nämlich die offizielle Anklageschrift. Sieht man das? Sieht man nicht? Man sieht jetzt einen Teil der Präsentation von dem. Wait. Ach, weil sonst einfach noch mal. Mach mal nochmal. Okay. Ich dachte, man kann einfach wechseln. Was sieht man jetzt? Jetzt sieht man nichts. Es steht nur da, Franziska Müller hat das Screensharing gestartet. Ich glaube, du musst es ist eine andere Präsentation. Da musst du die einfach noch mal öffnen und dann teilen, glaube ich. Also du musst noch mal neu teilen, wenn du woanders hin switchen willst. Das Problem ist, es ist keine Präsentation, sondern Das ein macht Dokument. nichts. Wenn es irgendwie ein Bild oder so ist oder ein Dokument, das einfach öffnen und dann nochmal auf Bildschirm teilen gehen und das auswählen. Okay, das Problem ist nur, bei mir wird's angezeigt als geteilt. Nur offensichtlich nicht für alle anderen. Okay, ist jetzt eigentlich auch irrelevant an sich. Dann machen wir einfach nochmal die Präsentation. Das sieht man jetzt schon nochmal, oder? Ja. Eigentlich, was ich zeigen wollte, ist, dass es bei so einer Anklageschrift im Normalfall so abläuft, dass man versucht, als Anklage alles abzudecken, was irgendwie möglich ist. Das heißt, man würde jemanden, der zum Beispiel des Genozids angeklagt ist, mal präventiv auch der Mittäterschaft
der Anstiftung und der Verschwörung des Genozids anklagen, sowie Verbrechen gegen die Menschlichkeit, um sicherzugehen, dass wenn dann einer dieser Anklagepunkte vom Gericht nicht geteilt wird, dann die anderen wenigstens zutreffen. Also das heißt, wenn das Gericht zu dem Entschluss kommt, dass es sich nicht um einen Genozid handelt, wobei man natürlich sagen muss, international diese Leute, die bei diesen Tribunalen in der Anklage sitzen, die sind so gut in ihrem Fach, die machen jetzt da keine Erfindungen und überlegen sich irgendwie zufällig die Anklagepunkte. Also wenn sie jemanden des Genozids anklagen, dann ist es höchstwahrscheinlich auch so, dass das Gericht das ebenso sieht. Aber um sicherzugehen, dass bestimmte Einzelhandlungen abgedeckt sind, würde man immer Genozid und Verbrechen gegen die Menschlichkeit beides als Anklagepunkte haben. Was man hier sieht, ist, dass Akayesu eben in 9 Anklagepunkten schuldig war. Das ist einfach zu erklären, weil wenn jemand für den Genozid an sich schuldig ist, dann ist der Anklagepunkt Mittäterschaft so ein bisschen hinfällig, weil er war eigentlich der Hauptakteur. Dann bin ich kein Mittäter im internationalen Strafrecht. Und insgesamt ist es so, dass der internationale Strafgerichtshof damals, beziehungsweise das Tribunal für Ruanda, dann eine Freiheitsstrafe ausspricht. Und dann ist es so, dass einzelne Länder sagen können, okay, sie werden diese Person bei sich in einem Gefängnis eben einsperren, bis die Strafe ausgesetzt ist. Jean-Paul Akayesu sitzt immer noch in Mali ein, was sicherlich von den Gefängnissen her sehr schlechte Bedingungen sind. Heutzutage ist es so, dass zum Beispiel auch Großbritannien oder Frankreich, auch Deutschland, Spanien, einzelne verurteilte Straftäter vom Internationalen Strafgerichtshof in ihren Gefängnissen haben. Abschließend würde ich jetzt noch sagen, dass es sicherlich so war, dass Lemkin Lauterpach maßgeblich zur Entstehung des internationalen Strafrechts beigetragen haben. Heutzutage ist eigentlich das große Manko, dass zum Beispiel Staaten wie die USA, China keine Vertragsparteien des römischen Statuts sind. Also ich könnte niemals zum Beispiel den US-Präsidenten oder einen der Vorgänger, vor allem einen bestimmten, vor den Internationalen Strafgerichtshof bringen, weil die USA den Vertrag nicht ratifiziert haben und er damit nicht gültig ist. Das Gleiche mit China oder Russland. Und das heißt, die Staaten, die sowieso schon durch die Vereinten Nationen und den permanenten Sicherheitsratssitz fast Freiheit genießen, haben auch hier die Möglichkeit, sich einer Rechenschaft weitestgehend zu entziehen. Was man jetzt gestern noch gesehen hat, ist ja, dass Deutschland zum Teil unter dem Weltrechtsprinzip Leute für Genozid verurteilt, national. Das ist an sich auch, kann man auch debattieren, aber halt auch ein Versuch, Leute, die es ansonsten eigentlich frei davon kommen würden, zur Rechenschaft zu ziehen. Und ich glaube, sind jetzt alle sehr gut überfordert mit dem sehr langen Vortrag. Trotzdem danke für die Aufmerksamkeit und wenn es Fragen gibt, sehr gerne. Ansonsten diejenigen, die jetzt schon genug haben, einen schönen Abend und danke, dass Sie da waren. Vielen, vielen, vielen Dank, Franziska. Du kannst ruhig uns aber auch nochmal die letzte Folie zeigen, wenn du magst, von dem Goethe, oder ist es? Ah ja. So viel Zeit ist noch. Also. Die habe ich vorher rausgeschmissen. So. Aber das ist, nee, ich hatte sie nur drin, weil kurz nachdem der Nürnberger Prozess zu Ende war, haben nationale Gerichte, zum Beispiel eben auch in Polen, einzelne Straftäter von den Nazis verurteilt. Ich glaube, Amon Göth ist ganz bekannt, weil Ralph Fiennes ihn in Schindlers Liste spielt. Mhm. Und interessanterweise ist so, dass die Anklage also seine Taten als Genozid bezeichnet hat und das Gericht es dann mehr oder weniger gefeiert hat und als Verwendung dieses Begriffs als Weiterentwicklung des Völkerrechts sah, das
ist natürlich so ein bisschen ja, zelebrierend, weil ein einzelner Staat kann natürlich nicht das Völkerrecht an sich weiterentwickeln. Und im Allgemeinen ist es jetzt hier dieser Begriff auch relativ irrelevant gewesen, weil Amon Göth für die Tötung und zum Beispiel auch das Erschießen von unzähligen Menschen eigenhändig dann letztlich eben am 13. September 46 erhängt wurde. Aber vielleicht hat das polnische Gericht auch so ein bisschen mit Lemkin sympathisiert, der mal in Warschau Staatsanwalt war, vielleicht. Aber es gibt eben einzelne Begriffsverwendungen, wo man sieht, dass es eigentlich noch sehr unsichtbar war, was ist mit Genozid überhaupt gemeint, was ist nicht damit gemeint, welchen rechtlichen Status hat es. Sandra, you're welcome. Hallo, ja, erstmal vielen Dank für die beiden Präsentationen. Das war wirklich wahnsinnig viel Input, sehr interessant. Also vielen Dank an euch beide. Ich habe eine kleine Frage zur Verwendung des Genozidbegriffs, wenn wir jetzt in die Presse schauen. Weil ich habe jetzt in verschiedenen Diskussionen, insbesondere im Hinblick auf Armenien, kam immer wieder das Argument auf, dass dadurch, dass der Genozidbegriff ja erst in den 40er Jahren dann so richtig Aufschwung gekriegt hat und die Genozidkonvention 1948 und so weiter, dass man deshalb nicht wirklich über einen Genozid sprechen sollte, Stichwort Rückwirkungsverbot, das wurde ja auch angesprochen, dass man das deshalb nicht als Genozid klassifizieren könne, weil die Strafbarkeit insofern noch nicht gegeben war. Also Nulla poena sine lege, so nach dem Motto. Und da wollte ich gerne die Expertin fragen, wie reagiert man auf sowas in so einer Diskussion? Wie ordnet man das ein? Ist das ein sinniges Argument oder sagt man, nee, da geht es nicht um eine Rechtswirkung, sondern um eine Klassifizierung? Genau, das wollte ich gerne fragen. Also du meinst jetzt generell, also in Bezug auf den Holocaust, dass das nicht als Genozid bezeichnet werden sollte, weil der Begriff noch nicht oder der Straftatbestand noch nicht. Also im Holocaust ist es mir noch nicht begegnet, das Argument, sondern eher in Bezug auf Armenien. Also beim, genau, mit der Rechtswirkung, was das auch entfalten könnte, da ist mir das begegnet. Und das finde ich sehr spannend und ich wusste da nicht, wie ich darauf reagieren soll. Ja, ich meine, ich glaube, generell kann man natürlich sagen, was du gesagt hast, dieses Verbot der Rückwirkung ist an sich schon ein Argument, aber nur weil es jetzt damals halt noch nicht, also der Begriff noch nicht existiert hat, heißt es ja nicht, dass ich heute aus heutiger Zeit dann deswegen darauf verzichten muss, das so zu klassifizieren. Und es ist eindeutig so, dass es ein Genozid war. Und ich glaube, es liegt jetzt auch, es ist nochmal ein Unterschied, ob ich nur den Begriff verwende und sage, es war ein Genozid, oder ob ich dann sage, okay, aber wir verurteilen jetzt auch noch Leute dafür, dann wäre es ein stärkeres Problem, weil dann würde ich wirklich Leute, also ich meine, die sind ja alle tot, aber nehmen wir mal an, ich würde jetzt einen der Täter vom Genozid an den Armeniern verurteilen wollen, dann für einen Genozid, also wirklich auch mit dieser Definition, dann würde das, was du gesagt hast, stärker zum Tragen kommen, weil dann würde ich wirklich jemanden verurteilen für etwas, was damals noch keine Straftat war. Und dann müsste man sich schon starke Gedanken machen über die Rechtmäßigkeit. Aber nur weil man es jetzt als Genozid bezeichnet, würde ich sagen, dass es durchaus tragbar ist. Ja, dem kann ich mich nur anschließen, dem, was Franziska sagt. Es wäre dann ja auch so, wenn jemand dieses Argument bringt, was Sie gerade gesagt haben, dann wäre ja auch streng genommen, könnte man dann ja auch den Holocaust oder die NS-Verbrechen nicht als Genozid bezeichnen, weil sie gerade in diese Schnittstelle fallen, ne? Ich meine, 1944 wird dieses Wort kreiert, 1948 dann eben die Konvention. Da war der Holocaust ja dann eben auch schon vorbei. Es ist ja sowieso bei den meisten Genozidverbrechen so, dass man dann eben oftmals erst im Nachhinein dann eben ne, durch die verschiedenen Taten feststellen kann, dass es sich um einen Genozid handelt. Also parallel ist es ganz schwierig, auch wenn das teilweise auch passiert ist, aber meistens legt man das immer erst im Nachhinein fest. Wobei man natürlich grundsätzlich fragen kann, ab wann man generell, wie weit rückwirkend man generell Verbrechen gegen die Menschlichkeit zum Beispiel als Genozid bezeichnen kann. Ist Genozid was es erst im 20. Jahrhundert gibt? Kann Genozid auch schon vor 2000 Jahren möglich gewesen sein? Das ist natürlich nochmal eine andere Frage.
Wenn man jetzt auf Verbrechen zurückblickt, die hunderte von Jahren zurückliegen, war ein Genozid auch um 1500 rum möglich? Konnte man damals schon sowas planen? Oder ist es eher ein neuzeitliches Phänomen? Darüber kann man vielleicht doch, könnte man auch diskutieren, aber ich würde Franziska vollkommen recht geben, im Fall jetzt von Armenien, da kann man das definitiv rückwirkend sagen, weil man eh auch niemanden mehr verurteilen kann. Soweit ich weiß, wurde, glaube ich, in dem Fall auch niemand verurteilt. Die in den Versailler Verträgen ist tatsächlich auch, eigentlich wurde vorgesehen, dass man die Leute verurteilt. Man hat aber letztlich dann die Person verurteilt, die einen der Täter erstochen hat. Also es war dann auch ein Sinnbild der absoluten Fehlleitung des Justizsystems. Aber nee, wie du gesagt hast, wurde niemand dafür verurteilt. Beantwortet das deine Frage ausführlich? Ja. Gibt es weitere Fragen? Ah ja, hier. Ich wollte gerade sagen, wenn wir noch Zeit haben, gäbe es noch zwei Punkte, die mich bzw. uns interessieren würden. Der eine ist historisch, der andere aktuell. Wir haben jetzt gerade anhand der Definition über die Indian Schools in Kanada und den USA nachgedacht. Und ich glaube, das ist ja, ich habe jetzt nur kurz mal nachgeschaut, gerade in Kanada auch so ein bisschen ein Thema. Aktuelles Thema sogar, ja. Genau, weil da, glaube ich, auch ein Teil von der Konvention nicht offiziell irgendwie adoptiert wurde. Und der aktuelle Fall wäre natürlich das Urteil jetzt gerade dieser Tage am Oberlandesgericht von Frankfurt, wo es um den Tod des jesidischen Mädchens ging. Und ein Urteil wegen Völkermord. Vielleicht, wenn du ihr die zwei noch kontextualisieren könntet. Kann ich vielleicht auf die erste Frage, das erste Beispiel mal kurz eingehen. Also da ist ja dann, also klar, das ist natürlich sind furchtbare Verbrechen, die dort in Kanada begangen wurden, an der indigenen Bevölkerung, wenn ich es jetzt mal so nennen darf. Und es stellt sich aber natürlich da immer die Frage, gab es von staatlicher Seite aus die Intention, die ganze Bevölkerungsgruppe auszulöschen? Ja, also gab es zu einem Zeitpunkt die Intention, wirklich alle Native Americans in dem Fall in Kanada oder auf kanadischem Staatsgebiet zu ermorden. Ne? Das ist ein ähnlicher Fall, jetzt wäre zum Beispiel in Australien mit den Aborigines, die das Vorgehen dort ist auch unter Genozidverdacht gewesen, zumindest. Da gab es auch schon Diskussionen, ob dort ein Völkermord vorliegt. Bisher hat man dem nicht zugestimmt, weil man eben nie die Absicht hatte, alle Aborigines zu ermorden. Das ist, denke ich, auch schon ein wichtiger Knackpunkt, ne? Wo man darüber diskutieren muss, auch wenn es natürlich genozidale Tendenzen hat, was dort in Kanada passiert ist. Ich weiß nicht, Franziska, siehst du das ähnlich, oder? Doch, also ja, das Problem wäre vielleicht eher, dass man sagen könnte, dadurch, dass sie versucht haben, die Kinder von der Gruppe, ja, gut. Das ist ja einer der Straftatbestände gewesen, Wegnehmen der Kinder einer bestimmten Gruppe, die Überführung von Kindern, damit die Gruppe an sich ausstirbt. Aber dazu müsste ich dann eben nachweisen, und das, glaube ich, ist eigentlich in Kanada nicht der Fall. Ich glaube, in Kanada wollten sie die Kinder assimilieren, weil sie eben halt die Kinder praktisch in ihrer eigenen weißen Kultur haben wollten. Und es war eben eher nebensächlich, ob damit vielleicht dann die indigene Bevölkerung ausstirbt. Das war nicht die spezielle Intention, dass sie die Kinder weggenommen haben, sondern der Fokus lag auf den Kindern und nicht auf der Auslöschung der Gruppe. Ja. Wobei man natürlich das in den USA dann eventuell. Oh, Entschuldigung. Nee, das war schlecht. Sagen Sie erst, Entschuldigung. Genau. War das in den USA dann eventuell ein bisschen anders, wo man mit Colonel Pratt und der Carlisle Indian School konkret diesen Slogan hatte, Kill the Indian, Save the Man, wo es wirklich ganz konkret darum ging und wo es auch offizielle Aufzeichnungen gibt, dass man eben die indigene Bevölkerung reduzieren bis auslöschen möchte, unter anderem durch das erzwungene Verschleppen von Kindern an diese Schulen? Könnte es dann eher in so eine Richtung gehen? Ich habe mir das auch schon überlegt. Also das ist auch so ein sehr schwieriger Grenzfall. Aber ich würde schon sagen, dass die Tendenz in den USA schon im allgemeinen Sinne stärker darauf lag, die indigene Bevölkerung tatsächlich zu töten und damit auch auszulöschen. Und da würde ich behaupten, es ist
geht eher in die Richtung eines Genozids, als es in Kanada der Fall war. Wobei Ich weiß natürlich, nicht, was Max also noch das, sagen wollte, ansonsten. genau, was ich eben noch sagen wollte, also dieser mir ist jetzt eben so eine Parallele auch gleich wieder aufgefallen, jetzt als es darum ging, dass dort Kinder eben verschickt werden oder dort eben zwangsweise in andere Familien gesteckt werden. Das erinnert mich so ein bisschen an auch an den Zweiten Weltkrieg und an die Verbrechen in Polen, wo dann vermeintlich arisch aussehende Kinder von polnischen Familien ins Reich gebracht werden. Das ist ja dann auch schon so ein Stück weit eine von diesen Genozidkonventionen. Also das greift da dann vielleicht schon. Also ich denke, dass hier schon einige Schnittstellen angeschnitten werden, die dann ja, das Ganze als Genozid darlegen. Also es ist jetzt, das sind, ich würde sagen, hier handelt es sich um diese schwierigen Grenzfälle. Genauso natürlich die Verbrechen generell in Nordamerika gegenüber der dort ansässigen Bevölkerung in Hunderten von Jahren, ne, was du jetzt gerade auch skizziert hast, Franziska. Da sind wir hart an der Grenze. Die Frage ist halt immer, ist das von einem Staat aus angeordnet? Ich meine, ihr habt jetzt eben diesen Befehl genannt. Für diese einzelnen Beispiele kann man da ja, auf kleine Gebiete territoriale Genozid sprechen, so ähnlich wie das vielleicht auch in Namibia der Fall war, auch wenn es da nicht so direkt vom Staat angeordnet war. Also das sind Beispiele, die hart an der Grenze sind, würde ich zumindest mal sagen, und die vielleicht auch irgendwann dann nochmal als Genozid klassifiziert werden könnten. Ja. Natürlich muss man immer aufpassen. Also jetzt, wenn man jetzt die Geschichte Nordamerikas anschaut oder auch der Karibik. In der Karibik sind zum Beispiel ganze Indianerstämme ausgerottet worden, aufgrund der Besatzung eben der Europäer, teilweise aber dann auch durch Krankheiten. Also da war da nie die direkte Absicht da, auch wenn ein ganzes Volk dann im Prinzip ausgerottet wurde. Aber das ist dann immer ja, das klingt dann immer komisch, dass es dann kein Genozid ist, weil man ja doch durch das eigene Handeln begünstigt hat, dass ein ganzes Volk stirbt. Aber die Frage ist immer, greift einer dieser 5 Punkte, ne? Aber um mal auf Kanada zurückzukommen, so wie ihr das eben skizziert habt, könnte das der Fall sein, ja. Aber also heutzutage ist es auch so, dass Verbrechen gegen die Menschlichkeit hat auch natürlich einzelne Verbrechen, zum Beispiel auch Vergewaltigung, Massentötung, aber auch Auslöschung. Die Auslöschung von Menschen ist Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und wenn es also nicht mit der Intention, eine Gruppe auszulöschen geschieht, dann ist es Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das heißt, hier im Nachhinein dann, also im Nachhinein ist ja immer, aber über jetzt halt 200 Jahre das nachzuweisen, dass jemand die spezielle Intention hatte, ist im heutzutage schon fast oft nicht möglich. Über 200 Jahre ist es halt nochmal schwieriger. Was war nochmal die zweite Frage? War jetzt zu dem Prozess. Ja, jetzt das Urteil vom Oberlandesgericht in Frankfurt, wo der Iraker verurteilt wurde. Und ich glaube, es war auch eine Rechtsprechung wegen Völkermord, wegen dem Tod des jesidischen Mädchens. Ja. Genau, da hat Deutschland hat kurz vor Inkrafttreten des Rom-Statuts ein neues Strafgesetz, einen neuen Teil des Strafgesetzbuches, das Völkerstrafgesetzbuch inkludiert, wo eben auch Genozid strafbar ist. Das heißt also explizit im deutschen Strafrecht ist der Genozid strafbar. Bei dem Fall ist jetzt natürlich so, dass die Person diesen Genozid oder die Straftat nicht auf deutschem Boden begangen hat. Und ich glaube, so, ich weiß nicht, ist er deutscher Staatsbürger? Nicht, glaube ich, gell? Genau, aber seine Frau ist deutsche Staatsbürgerin. So, das heißt, die zwei Grundelemente für Rechtsprechung, also dass der eigene Staatsbürger ist und auf dem Staatsgebiet passiert ist, sind an sich nicht gegeben. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, wieso soll Deutschland dann rechtlich gesehen diese Person verurteilen können? Und das ist eigentlich ein relatives Novum. Das ist eben was als im Deutschen als Weltrechtsprinzip, im Englischen als Universal Jurisdiction bezeichnet wird, dass bestimmte Straftaten auch national verurteilt werden können. Ich habe das jetzt auch heute lustigerweise gerade vorher mit meinem Vater diskutiert. Ich persönlich, ich meine, natürlich kann man sagen, okay, es ist gut, dass die Person verurteilt wird. Offensichtlich ist das, was der Mann gemacht hat, also absolute Grausamkeit. Und der Genozid an den Jesiden ist auch von der UN als solche eingestuft worden. Also, dass es einen Genozid an den Jesiden gab, ist keine Debatte. Die Frage ist nur, kann Deutschland Leute dafür verurteilen? Und
Deutschland, unter anderem auch Frankreich, Spanien und UK haben eigentlich dieses Weltrechtsprinzip jetzt schon mehrfach angewendet, um eben Leute von ISIS oder auch Syrien zu verurteilen. Ich würde generell sagen, dass das insofern rechtmäßig ist, als dass es Straftaten sind, die international Straftaten sind. Genozid, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und damit auch anerkannt sind international als Straftaten. Und damit könnte man sagen, es ist die Verpflichtung von jedem Staat, solche Straftaten zu verurteilen, auch wenn sie nicht auf eigenem Territorium passieren und auch nicht von eigenen Staatsbürgern verübt werden. Es wäre jetzt was anderes, wenn jetzt das eine Straftat wäre, die von vielen anderen Ländern nicht als Straftat eingeordnet würde. Na, also das wäre, glaube ich, sowas. Dieses Weltrechtsprinzip ist bei den Juristen sehr kritisch angesehen, weil es natürlich eigentlich den Kern der Staatssouveränität so ein bisschen zur Seite drängt. Und wenn man sich das mal überlegt, kann man, glaube ich, auch ganz froh sein, dass zum Beispiel afrikanische Staaten oder auch Russland und China bisher nicht dieses Weltrechtsprinzip für sich selbst beansprucht haben. Weil ansonsten könnten afrikanische Staaten zum Beispiel, keine Ahnung, US-Armeemitglieder bei sich verurteilen, wenn sie gerade irgendwie sie in den Griff bekommen. Also so, dieses Prinzip ist undefiniert und mittlerweile von einigen Staaten als sicher angesehen, aber juristisch gesehen nicht letztlich definiert und akzeptiert. Wäre so, was ich jetzt anbieten kann. Ja, danke für die Antworten auf beide Fragen. Sehr gerne. Schön, dass ihr da wart. Ja, ich glaube, es ist jetzt auch sehr spät. Ich hätte noch kurz zwei ganz kurze Fragen, Franziska, an dich. Du hattest ja eben erwähnt, dass der, wie hieß er noch gleich, Paul Akayesu, dass der in Mali im Gefängnis ist. Was ist da der Grund? Richtet sich das dann nach dem aktuellen Aufenthaltsort oder warum ist er gerade in Mali gefangen? Weißt du das, oder? Weil dieses Straftribunal, die haben nichts anderes gemacht als gefragt, welches Land würde ihn nehmen. Also welches Land würde ihn als Gefangenen nehmen? Und diese Empfängerstaaten sind vor allem afrikanische Staaten, aber jetzt eben in neuer Zeit, also es gibt viele Leute, die zum Beispiel für die Verbrechen in Srebrenica verurteilt wurden, die in Großbritannien einsitzen. Also es ist mehr oder weniger zufällig. Was ich nicht sagen kann, ist, ob es so ist, dass die Geld kriegen dafür, aber ich glaube es nicht. Es ist einfach willkürlich und halt eine Möglichkeit für die Staaten praktisch zu signalisieren, wir sind auch Teil dieses internationalen Strafrechtssystems und stellen uns da nicht dagegen. Ja. Auch wenn international der Strafgerichtshof von den afrikanischen Staaten mehr oder weniger boykottiert wird. Und die haben eigentlich auch mittlerweile ihre eigenen Gerichte etabliert, mit teilweise sehr fragwürdigen Verfahren, aber genau. Ja, ich habe das gesehen in Äquatorial Guinea zum Beispiel, da wurde der ehemalige Präsident vom Staat selbst dann für Verbrechen gegen die Menschlichkeit Ende der 70er Jahre verurteilt. Und einige Beobachter haben gemeint, dass die Beweislage, also was er begangen hat, war natürlich furchtbar, keine Frage, aber die Beweislage, dass es jetzt ein genozidähnliches Verbrechen war, eigentlich nicht ausreichend, aber trotzdem vom Staat dann dafür verurteilt und ermordet. Ne? Also das ist dann. Ja, das ist natürlich ein Problem, dass Rechtsprechung. So ein neues Regime, das sozusagen so auch als Propaganda nutzt, zu sagen, jetzt verurteilen wir hier den Vorgänger für Genozid. Ja. Ganz kurz nochmal, das Beispiel, was du da skizziert hast mit den Linkshändern, das war sehr gut. Wenn man jetzt das mal auf Kambodscha zum Beispiel anwenden würde, wäre das im Fall von Kambodscha dann so, dass das nur als Genozid eingestuft werden kann, weil auch zum Beispiel vietnamesische Minderheiten verfolgt wurden, aber nicht, weil zum Beispiel Intellektuelle oder Bewohner von einer Stadt verurteilt wurden, oder?
Ja, ich habe mir das auch nochmal angeschaut, weil ich dachte irgendwie so, es gibt ja eben diese zwei Verurteilungen für Genozid. Ja. Aber wenn man sich das mal anschaut, ist eben die Gruppe der Verfolgten so divers, dass ich nicht sagen kann jetzt mit absoluter Sicherheit, ah ja, es gibt eine bestimmte Gruppe. Und Genau. ich Das ist auch tue so mir ein da auch Grenzfall, schwer. ne? Also, Ja, ja. ich tue mir auch schwer, da eine spezielle Intention zu sehen. Also, weil an sich kann man, es ist nicht so, wenn praktisch die Gruppe auch noch andere Merkmale aufweist, dass das dann das Ausschlusskriterium ist. Also zum Beispiel in Bosnien, Srebrenica, ist es so, dass eben diese ja, slawischen Muslime als solche eben ausgelöscht werden sollten. Das ist der Genozid. Es ist jetzt irrelevant, ob Frauen und Kinder nicht davon betroffen waren, weil die Definition Genozid sagt, in Teil oder ganz. Also die Zerstörung der Gruppe als teilweise oder komplett. Und wenn ich jetzt nur die Männer zwischen 13 und 73, war es, glaube ich, aus, also ermorde, ist es trotzdem Genozid, weil ich eine bestimmte Gruppe, die slawischen Muslime, praktisch als Ziel habe. Und es spielt jetzt keine Rolle, dass Frauen und Kinder zum Beispiel im durchschnittlichen Sinne nicht ermordet wurden. Aber im Fall von Kambodscha ist es halt so, dass ich nicht sehe, dass die Regierung unter Pol Pot eine bestimmte Gruppe unter diesen vier Kategorien versiert hat. Es waren halt zufällig Leute dabei. Also würde ich eher darauf sagen, dafür plädieren, dass es Verbrechen gegen die Menschlichkeit auch so Auslöschung von bestimmten Bevölkerungsteilen ist. Das ist natürlich sehr vereinfacht, glaube ich. Nee, aber das, dem würde ich zustimmen, ja. Gut. Ist immer so ein bisschen weird, wenn man keine Leute sehen kann. Genau, gibt es da noch Fragen? Ansonsten sind wir jetzt schon weit fortgeschritten. Ja. Ich mich zum einen erstmal bei dir bedanken, Franziska, für den hervorragenden Vortrag. Ja, Und danke dann, dir für die genau, Orga. dann allen Anwesenden natürlich für die Teilnahme, fürs Zuhören und auch die Fragen. Und genau, sehr gerne schicke ich allen, die heute teilgenommen haben, auch nochmal Ende dieser Woche die Informationen für unsere weiteren Veranstaltungen im Rahmen dieser Reihe zu. Und wir würden uns freuen, wenn Sie dann auch wieder teilnehmen. Und ja, wenn es im Nachgang noch Fragen gibt oder Fragen aufkommen, können Sie sich natürlich gerne auch an Franziska oder an mich wenden. Und ja, ich denke, es ist ein spannendes Thema, Thema, was eben ja viel diskutiert wird. Und ich hoffe, wir konnten dort ja ein bisschen das Ganze beleuchten heute. Genau. Vielen, vielen Dank und dann allen noch einen schönen Abend und bleiben Sie gesund, vor allem in dieser schwierigen Zeit. Ebenfalls danke. Danke. Ciao. Ciao, danke. Ciao.